So, und damit geht's auch los, meine lieben Zuschauer. Grüß Gott und Segen auf euer Haupt, edle Recken. Ich mache hier einen aktuellen Livestream zu und über Kingdom Come Deliverance mit Lord Snorri von Castle of Potato. Genau. In der Art, oder? Und ja, da kann er sich doch jetzt selber kurz vorstellen, der Oh, gute Lord Snorri Snorri. vom Knollenhof. Ja, damit Knollenhofen, genau. von Knollenhofen, genau, von uns in Knollenhofen. Knollenhofen. Ja, und damit erstmal hallo zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt, entweder beim Stuxer oder gerade bei mir. Wir hatten uns jetzt vorgenommen, über Kingdom Come Deliverance zu reden. Ein Spiel, was uns, glaube ich, beide in letzter Zeit schon einige Stunden gekostet hat an Lebenszeit. Aber wie Freude bereitet. Ob wir daran sehr viel Freude hatten oder nicht, wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten in den nächsten Minuten? Minuten Keine Ahnung, wie viele? wahrscheinlich dann schon Weiß ich nicht. klarstellen. Ja, und wir haben ja schon eine Weile nichts mehr gemacht, leider. Ich finde Ja, schön, dass genau. wir zu diesem Projekt jetzt wieder zusammengekommen sind, sag ich mal. Weil ich glaube, es ist so ein Spiel, wo wir wirklich beide einiges an Freude dran haben, ne? Ja, und mit Herzblut bei Jetzt. der Sache sind. Das muss man Ja. wirklich sagen. Aber da muss ich jetzt, wie gesagt, von Anfang an nochmal kurz fragen, wie weit bist du in dem Spiel, damit ich weiß, wie weit ich spoilern darf. Ah, okay, alles klar. Also, was habe ich gemacht? Ich habe fast alle die ersten Aufträge gemacht und muss jetzt nur noch das Bier holen. Und dazu muss ich vielleicht sagen, ich habe Ach, den du bist. Auftrag mit den Okay. Kumpels angenommen. Also ich bin mit denen hingegangen und habe da den Mist an die Wand des Deutschen geworfen. Da habe ich so aufgehört. Also wir Ah, hatten uns okay. hinter Kuneshof haben wir uns getroffen. Das war der Rest, was ich jetzt bisher gespielt habe. Okay, also du bist noch wirklich Am Anfang. nah im Prolog, ja. Okay, also ich habe Genau. jetzt mittlerweile, ich glaube, so 20 Stunden drin. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Spiel jetzt schon in seiner kompletten Gänze gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe sehr viel diese ganzen Nebenaktivitäten und diese Geschichten habe ich auch alles sehr gerne gemacht. Und in der Geschichte habe ich vielleicht die ersten paar Quests gemacht. Ich bin jetzt gerade so, ich nehme mal an, es ist vielleicht so die sechste oder siebte Hauptquest, die ich gerade Also mache. hast du auch Lust gehabt, alle noch so kleinen Nebenquests zu erfüllen, oder? Definitiv. Bei mir war es vor Schon. allem aber auch so ein bisschen, weil ich im Hintergrund immer hatte, ich hatte mal gehört, dass diese Quests halt auch teilweise zeitrelevant sind. Das heißt, ich hatte natürlich immer gleich das Problem, wenn ich eine Quest angenommen habe, habe ich gleich immer gedacht, oh, wenn ich die jetzt nicht irgendwann mal erledige, dann wird die irgendwann zu Ende sein und ich kann sie nicht mehr Aha, erledigen. Und deswegen richtig. habe ich Das ist das wohl dann, wirklich so. ja, Das deswegen muss. habe ich das Ich habe aber sehr auch oft dann einfach gelesen so und gemacht, dass ich dann immer, ich sag mal, mir bestimmte Bereiche genommen habe und habe mir da immer gedacht, okay, du kommst da und da jetzt gleich vorbei. Dann kannst du in der Zeit die aha. Quest da vorne schon mal machen. Und dann kommst du, dann kannst du dich so Gebiet für Gebiet so ein bisschen weiter an den Aha. eigentlichen Ort weiterarbeiten. Also ich habe mir auch ein paar Tutorial-Videos angesehen, was man so zu Beginn machen soll. Das habe ich mir gegönnt. Und Okay. zwar beispielsweise einen Ort, wo man relativ früh an ganz tolle Rüstung und Waffen kommt, ohne dafür zu kämpfen. Das ist gar nicht so weit weg von Skalitz. Und das werde ich wohl dann gleich als nächstes machen, sobald ich ein Pferd besitze und da mal hinreiten, das mal suchen. Also Denn. das habe ich bei mir so gar nicht gemacht. Ich muss sagen, ich bin jetzt, wie gesagt, diese 20 Stunden drin und ich habe es mittlerweile auch geschafft, mich vollkommen auszurüsten. Ah, super. Aber ich habe es bei dem Spiel tatsächlich so, ich schaue das eigentlich bei keinem, der weiter ist als ich bei diesem Spiel, Ja, verstehe mich weil nicht falsch. ich Ich habe will es mich. nicht geschaut. Ich habe mir kurze, so 2-3-minütige Videos angeguckt. Ich glaube, 3 oder 4 über einfach Themen, wo ich wissen wollte, wie geht das? Beispiel Schlösser knacken. Wie geht das? Ja, das sind tatsächlich auch Sachen, da muss ich echt sagen, da habe ich so ein klein wenig, haben sie mich ein klein wenig zur Weißglut getrieben. Mit Sachen, Siehste? mit Schlösser knacken, mit Taschendiebstahl Aha. und großteils auch noch vor allem am Anfang, als ich nur normal mit Tastatur gespielt habe, mit dem Reiten.
Es gibt eine Szene, da musst du schnell im Galopp reiten und ich habe das einfach nicht hingekriegt, diese Tastenkombination auf der Tastatur. Und ich habe irgendwann habe ich nur noch Shift gespammt und konnte deswegen auch kaum richtig reiten, aber dadurch bin ich dann auch rechtzeitig angekommen. Das Immerhin. Also Problem. beispielsweise, das muss ich schnell Ja. erzählen. Und zwar, es wird ja so sein, dass Sigismund uns einen netten Besuch abstattet hier in Skalitz, das weiß ich, durch eines Okay. dieser kleinen Videos. Und dann habe ich in einem so kleinen Video gesehen, man soll, wenn man, bevor man dieses Pferd besteigt, was man dann eben bekommt, soll man unbedingt nach rechts gucken und dieser Magd da helfen. Das wäre was, was mir ganz bestimmt entgangen wäre. Das wäre Das, wahnsinnig schade. dann werden wir ja bald sehen, was der Unterschied war, denn ich habe es tatsächlich verpasst. Ich habe es erst Ach, später siehst du? gehört, dass es so, dass da noch eine Ja, Markt war. und das ist ganz wichtig, weil diese Magd, die wird noch eine Rolle bekommen im Spiel. Und Ja, das sind ja. einfach so Sachen, die wurden mir angetragen von Zuschauern. Also bitte guck dir das unbedingt noch an. Und ich wollte halt auch nicht Stunden in Anführungszeichen verbringen mit dem Erlernen dieses Kiste öffnen, weil das ist nicht spannend für die Leute. Und ich wollte jetzt vorwärts machen. Ich habe das nämlich in der ersten Folge arg übertrieben mit dem Lesen. Könnte ich nicht anders sagen, weil ich will es natürlich wissen, aber ich habe gemerkt, ich muss das offline machen und habe dann den Weg gewählt ab Meinst Folge du, Moment, 2. meinst du die Bücher, die es da gibt, oder Ja, meinst du diesen da gibt es ja Kodex, viele, viele wo du Infos. dann diese, nee, meinst du jetzt diesen Kodex, wo du die Ich meine Infos den lesen Kodex, kannst? ja, und Ach, nicht okay. die Hilfe muss man lesen, Weil das geht nicht anders. ansonsten hätte es mich schon ein bisschen gewundert, weil die normalen Bücher kannst du ja kaum lesen am Anfang, weil du nicht lesen kannst. Deswegen steht da Genau. erstmal ein ziemlicher Genau. Mumpitz. So ist es. Aber der Punkt ist, ich werde die Hilfe, die wird ja im Spiel auch aufgeblendet und die werde ich zeigen. Das muss ich, weil sonst verstehe ich gar nicht, was ich machen muss. Und die wollen die Leute bestimmt auch sehen, weil sie auch wissen möchten, wie es geht. Aber alle anderen Sachen, beispielsweise der Kodex, habe ich mir jetzt das so ausgedacht, ich werde am Ende jeder Folge eine Endcard einbauen. Und die muss ja mindestens 20 Sekunden laufen. Und da zeige ich dann jedes Mal eine Seite von so einem Kodex. Dann können Okay. die, die Lust drauf haben, können sich das durchlesen und die anderen können dann stoppen. Ich dachte, das ist eine schöne Möglichkeit, dass Ja. beiden gedient ist. Oder? Weißt du, wie ich das meine? Ich dachte, ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht, weil ich weiß halt, dass es Zuschauer gibt, die das wahnsinnig gern sehen möchten und andere, die das total langweilt. Und gerade dieses diametral entgegengesetzte ist schwer zu bedienen. Ja, das stimmt schon. Und ich muss aber auch sagen, die Leute, die jetzt lieber die ganzen Action und so weiter mögen, ich glaube, die haben auch ein bisschen weniger Spaß an Kingdom Come, weil Kingdom Come lebt ja eigentlich auch sehr viel von diesem, ich sag mal, von dieser ganzen Alltagssituation. Weil du einfach, ich sag mal, du hast halt nicht jeden Tag eine große Schlacht, wo irgendwas passiert. Du hast halt öfters auch mal so Sachen wie, du läufst irgendwo rum, möchtest dann irgendwie was finden, hast dann da mal ein Holzfällerlager oder so gefunden und guckst erstmal, was die so machen. Ich muss sagen, ich bin immer sehr detailverliebt, was das Ganze angeht. Ich Ich freue mich auch, so richtig drauf, total. wie dann die Leute da ihren Tagesrhythmus haben, sich bei ihren Kleinigkeiten, bei jeder Kleinigkeit, dass dann alles so recht realistisch dann ist, dass die Ja, dann, was weiß genau. ich, öfters mal in die Schenke gehen wollen, dann ist da aber kein Platz, dann wollen sie stattdessen gehen sie dann fischen oder ähnliches. Ich gucke mir sowas einfach immer sehr gerne an. Und ich mag es auch, es fängt ja bei Kingdom Ja, Come, oh, ist fängt genial, diese oder? Das ist Detailverliebtheit, genial. diese Detailverliebtheit fängt ja Ja. schon beim Wetter an, ne? Wenn es Ja, anfängt zu richtig. regnen, bilden sich dann so kleine Pfützen und so weiter. Das Ja. finde ich alles so gut. Hast du das Wasser gesehen? Da. Hast du das Wasser gesehen? Das ist Ja, der Hammer. ich bin ja schon so ein bisschen weiter und ich bin an Rathay, bin ich mal vorbeigerannt und beziehungsweise vorbeigeritten und da war ja auch so ein größerer See und ich muss sagen, das sah schon echt realistisch Ja, aber aus. hey, es kommt noch viel Das. besser. Ich habe ja die Alpha und die Beta gespielt. Das sind so ganz kleine Versionchen. Da konnte man sich das anschauen. Nur auf Englisch gab es die. Oder gibt es die? Weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber da gab es die damals. Und ich wollte mir natürlich. Also ich konnte ja nicht warten. Ich habe jetzt über 3 Jahre sehnsüchtigst habe ich auf dieses Spiel gewartet. Dann habe ich mir die Alpha und die Beta runtergeladen. Ich bin ja ein Pre-Orderer. Und habe dann das ausprobiert so ein bisschen. Ich habe wahnsinnig Spaß gehabt schon da. Und jetzt ist es so.
Wenn du reite mal mit deinem Pferd in deinen Bach rein oder so. Oder lauf einfach rein. Das ist ein Wahnsinn, wie das aussieht. Das ist nicht so, wie man das kennt, dass du einfach da reinstehst und das Wasser bleibt, wie es ist. Das reagiert auf die Beine des Pferdes oder auf deine. Ja. Da gehen Wellen weg. Und das sieht verdammt gut aus. Das habe ich noch nicht gesehen so. Das sieht verdammt realistisch aus. Du glaubst es nicht, wie gut das aussieht. Und auch das Geräusch und weißt du, es ist alles da, oder? Und dann habe ich ja in der letzten Folge habe ich dem Kunesch beim Holzhacken zugeschaut. Und da war so eine Holzhack-Animation. Die war noch so, na, man hätte es wahrscheinlich noch besser hinkriegen können. Aber ich fand schon toll, dass sie es versucht haben. Weil in der Regel, ja, haken die da einmal drauf und dann ist das scheint entweder aufeinander oder du siehst es gar nicht. Oder du hörst es vielleicht nur oder so. Und die haben sich da wirklich rangewagt. Und solche Dinge finde ich toll. Ja, also ich fand es schön, dass sie zumindest den Holzscheit dann hinterher auch wirklich irgendwo hingelegt haben, nachdem sie Ja, und den das ist gehackt auch haben. wirklich, und dann hat er gehackt, dann ging es ein bisschen rein, dann hat er wieder gehackt, dann ging es ein bisschen weiter rein, bis es dann auseinanderfiel. Und das klappt nicht so 100% das Ganze. Aber zum Beispiel, dass da Schnitzel wegspritzt beim Hacken, das fand ich schon, allein das fand ich schon toll. Oder? Also sowas habe ich einfach noch nicht gesehen in der Art. Ja. Und was, ich habe aber auch kleine Mängel festgestellt bis jetzt. Beispielsweise war ich bei der Händlerin, bei der Krämerin. Und dann hat die mich irgendwie nach dem Verlassen des Handelsmenü hat die mich irgendwie nochmal begrüßt. Ja, Ne? War ein bisschen also ich muss seltsam. sagen, das war jetzt nicht so. Ich muss sagen, es ist so ein Spiel, dem verzeihe ich öfters mal Fehler. Aber Ich es gibt glaube echt auch. so ein paar Sachen, die einem dann echt immer sehr stark auffallen. In letzter Zeit bei mir vor allem die Geschichte mit dem, wann dich Charaktere sehen und wann nicht. Ich kann an Leuten vorbeireiten mit meinem Pferd. Ich kann neben denen stehen mit meinem Pferd. Die drehen sich um und fragen: Hä, war da was? Ich habe doch etwas gehört. Und das kann ich so oft Okay. machen. Ich bin zum Ja. Beispiel bei einem Gelehrten in Teilenberg, bin ich in seine Wohnung da reingegangen. Der war, ich weiß es nicht genau, was der war aber irgendwie gelehrt, da hat er irgendwas geschrieben. Und habe mit ihm ein Gespräch geführt. War in seinem privaten Zimmer. Da war alles irgendwie okay. Hat normal mit mir gesprochen. Nachdem das zu Ende war, hat er die Wache gerufen, weil ich ja in seinem privaten Gemach stand, obwohl wir kurz miteinander Ah. gesprochen haben. Die Wache kommt, ich gehe einen Schritt zurück und beide fragen sich: War da was? Ich sehe ihn nicht mehr. Und ich bin echt nur einen Schritt zurückgegangen. Und ich bin Also genau, jetzt. genau über die Schwelle, oder? Nee, nee, ich stand Nee. eigentlich noch im Raum. Okay. Und War das Zeichen noch an oben, dass du da nicht rein darfst? das blaue Wappen war immer noch da, ja. Also ich Okay. bin einen Schritt zurückgegangen. Und die haben erstmal Hast du gedacht, eine wo ist Kleidung der? an, die dich irgendwie besonders gut versteckt oder Ich sowas? trage eigentlich immer so gut gerüstet wie möglich. Von Okay, also daher lärmig, oder? eigentlich sehr reflektierend und sehr Aha. scheppernd. Also ich habe Okay. normalerweise, ich hatte relativ früh schon einen Eisenhelm und solche Sachen. Also sie Ja. hätten mich schon sehen können. Andererseits, ich habe eine andere Quest, da muss ich ein klein wenig spoilern, aber die gab es auf der E3 schon. Das ist also eine bekannte Quest. Man musste ein Lager inspizieren, wo der Feind drin war. Und man musste halt gucken, wo sind die Schwachstellen und so weiter und sollte die Ja. sabotieren. So, ich bin extra in der Nacht War sie hingegangen. cool? Was, das klingt nach einer guten Quest. Die War sie Quest cool? an. Also, ich. Moment, lass mich erstmal ausführen. Okay, Danach kannst du okay. selber entscheiden, wie cool das war. Aha. Ich bin extra in der Nacht hingegangen, damit die Leute halt zum einen nicht so auf der Wache sind, zum anderen Aha. natürlich, dass sie mich nicht so gut sehen. Hab extra alle meine Rüstungsteile ausgezogen und Aha. nur Sachen genommen, die mir wenig Auffälligkeit geben. Ja. Und Sichtbarkeit vor allem. Ich hatte eine Sichtbarkeit von 37, glaube ich. Ich Ja. glaube, das war noch relativ gering. Ich hoffe mal. Und Also ich habe eine mit 17 gefunden. also ich hatte insgesamt 37 jetzt. Aha, okay, Und mit allem. ich bin dann dahin, habe mich dann über die Böschung geschlichen und so weiter, bin hinten irgendwie in das Lager reingekommen und wollte dann da versuchen, die Lager zu übernehmen. Beim ersten Mal hat es eigentlich alles relativ gut geklappt und ich konnte mich da sehr lange drin verstecken, konnte die Töpfe sabotieren, da Gift reinmischen, die ganzen Pfeile dann hinterher Geil. abbrennen und
Ich habe es dann auf dem Rückweg quasi geschafft, einen Kuman zu töten und habe dann deren Sachen angenommen und bin dann einfach oben durch den anderen Teil des Lagers gelaufen. Und da kam dann immer nur: Dämlicher Kumane, steht da rum und glotzt. Und das war alles, was die gesagt haben. Für die war ich einfach ein Kumane und deswegen konnte ich da einfach reinlaufen. Also die Da habe ich mich. Verkleidung hat gewirkt. Ja, die hat gewirkt. Das ist Also ja gut. Das sobald ist ja. du, wenn du genug von der Kleidung dran hast, Ja. für die halt zu der gegnerischen Fraktion gehören, dann nehmen die Ja. an, dass du halt einer von denen bist. Vor Ja, allem, wenn sie dein Gesicht. macht ja auch Sinn, Genau, finde vor ich. allem, wenn sie dein Gesicht halt nicht sehen. Ja, und vor Und allem gerade in so einem großen Lager kennt ja lange nicht jeder jeden, genau, da hatte ich mich oder? leider dann etwas übernommen, wollte da die Pfeile in Brand stecken, hatte eigentlich kurz Feuer gelegt, wollte wieder gehen und da haben sie mich halt dann getötet. So, seitdem habe ich es nicht mehr geschafft, diese Quest vernünftig zu kriegen, denn jedes Mal, wenn ich mich in das Lager hinten reinschleiche, den Topf dann mit Gift mische und ich habe vorher jedes Mal geguckt, es war kein Kumane in Sicht. Sobald ich das gemacht habe, ich bin normalerweise sofort wieder rausgegangen oder hat mich in dunkle Ecken gestellt. Jedes Mal kam sofort ein Kumane aus 200, 300 Meter Entfernung, der um einige Zelte hinwegstand, also der hatte halt keine richtige Sichtlinie zu mir. Der kam immer zu mir zu und hat mich dann gleich getötet. Deswegen habe ich das irgendwann, hatte ich so eine Rage gekriegt, dass ich dann einfach gesagt habe, ach scheiß drauf, habe schnell das Gift reingetan, bin dann über die Böschung gesprungen und bin Du bist wie weggeritten. der Wind davon Ich bin dann galoppiert. einfach weggeritten, ja, weil Ja. es danach einfach nicht mehr geklappt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit meinem ersten Versuch zusammenhing, dass das Ich dadurch glaube, es irgendwie hast du sabotiert wurde. zurückgeladen? Wie Hast du bitte? zurückgeladen? Ich glaube ja. Oder hast du es einfach nochmal gemacht? Weil das ist nämlich ein großer Unterschied in dem Spiel. Ich habe, glaube ich, mal Also Spielladen gedrückt. verbockte Aufgaben bringen dir einen Malus. Das muss man wissen. Okay. Oder das heißt, wenn du es verbockt hast, wie beim Händler, wenn du das Handeln des Falschen verbockst, dann kriegst du einen Malus, dann wird es immer schwieriger. Wenn du aber Beim neuen zurücklädst, Laden. dann nimmst du den Malus nicht mit. Okay, also Das ist wichtig zu ich habe wissen. immer auf Spielladen gedrückt und habe Aha. dann neu angefangen. Okay, dann müsste es eigentlich gleich sein. Naja, jedenfalls Bilde da mal weiter. hatte ich echt ziemliche Probleme mit. Da muss ich sagen, gab es Momente, also ich habe eine Viertelstunde, habe ich es einfach nur versucht, bin immer wütender geworden, das bei mir relativ selten ist. Ich bin eigentlich ein sehr gemäßigter Mensch, aber das Spiel hat es geschafft, dass ich ziemlich geraged habe. Und ich glaube, ich werde diese 15 Minuten auch nicht hochladen. Aber Das finde ich aber schade. ich Das finde ich schade. sie gibt es derzeit noch in der Twitch-Bibliothek, aber ich Du weiß kannst sie nicht. ja Ich als bin Outtake eigentlich. hochladen. Aber Ja, lad sie mal hoch, gucken. bitte. Mal gucken, vielleicht. Ich Aber fände es ich habe. schade, wenn du das entfernst. Sagen wir es mal so, schaust dir erstmal an und danach kannst du ja mal sagen, ob ich es immer noch hochladen soll. Ich muss sagen, Ich ich bin finde halt, eigentlich. das mache ich seit Anfang an. Bei mir wird in dem Sinn nichts weggekartet. Das ist immer Ja. so zu sehen, wie ich es gespielt habe. Es war halt nur sehr ärgerlich. Also ich bin ja Ja. eigentlich ein sehr gemäßigter, der wirklich Ja. sehr selten aus der Fassung zu bringen ist, aber das ging einfach Hat gar dich nicht mehr. genervt. Und Und ich denke eine ähnliche vor allem, weil du Situation, dachtest, du ja? hast nichts falsch gemacht, oder? Weil du dachtest, das Ja, Spiel ich spielst, du habe machst doch eigentlich richtig. richtig, weil vor allem, weil ich halt alles Das genauso gemacht verstehe habe wie ich. vorher Ja. und da konnte ich locker da durchlaufen. Ich habe ja nichts an meiner Ausrüstung geändert, ich habe nichts an meinem Verhalten in dem Sinne Hast du es geändert zum ersten geprüft, Mal. oder? Das hast du geprüft. Ja, Das war das ist wirklich. klar. Ich hatte mich halt erstmal, hatte ich mich in der dunklen Ecke versteckt, habe da dann um die Ecke irgendwann mal so geguckt und der kam sofort. Beim zweiten Mal bin ich dann tatsächlich so einen Weg runtergegangen, wo also gar keine wirkliche Sichtlinie mehr sein konnte. Der ist trotzdem hinter mir hergerannt und beim dritten Mal bin ich direkt aus dem Lager wieder raus, wo keine Wache war. Und er ist trotzdem mir in den Wald gefolgt. Hat gerufen wie Sau und hat mich dann gleich töten wollen. Und ich bin dann irgendwann, bin ich so aggro gewesen, ich habe dann gedacht, ach scheiß auf den Stealth-Weg, wir töten einfach die Wache da vorne mit dem Bogen, was natürlich wenig klappt, weil der Bogen in diesem Spiel echt problematisch ist am Anfang. Wenn man wenig Erfahrung mit diesem Bogen hat, du kannst halt nicht davon ausgehen, wie bei anderen Spielen,
dass du halt in der Mitte Ja, diese du hast ja Markierung kein hast und in die Mitte Zielkreuz und schießt, sondern du schießt nie wirklich in die Mitte. Du kannst nur ungefähr so denken, wo du ungefähr hinschießen Also könntest. soll sich verbessern mit besseren Skills. Ja, und Oder? deswegen bin ich derzeit auch die ganze Zeit dabei, Am meine Bogen an. Jagen und meinen Bogen Aha. zu Ja, verbessern. klar. Ja, Und das macht derzeit habe Sinn. ich in letzter Zeit auch sehr viel wieder das Klötzchenspiel gespielt, was ich auch sehr schön finde. Das ist ein kleiner Bogenwettkampf, den kannst du für 10 Groschen machen. Daher ist es sehr einfach, damit den Bogen zu skillen. Aha. Du musst auf 5 Blöcke, die auf dem Fluss herumtreiben, musst du Aha. versuchen, mit deinen 20 Pfeilen, die du hast, zu treffen. Und am Ende Aha. hat derjenige gewonnen, der am meisten Pfeile in diese Blöcke geschossen hat. Aha, Ich aha. habe es zweimal versucht jetzt und ich habe nicht einmal einen Klotz getroffen. Okay. Ja, aber das wundert mich nicht. Also es gibt ja irgendwo ja, Bogenscheiben, Zielscheiben. Und ich denke, dort wäre das Üben vielleicht angebracht, damit du weißt, wo dein Pfeil eigentlich überhaupt hingeht und so weiter. Oder wo er denn, wenn du es noch nicht kannst, wo er denn ungefähr hingeht. Ja, ich habe leider aber bisher noch nicht wirklich herausgefunden, ob das Schießen auf Zielscheiben deine Fertigkeit verbessert. Das musst du ausprobieren. Da gibt Daher. es bestimmt auch so ein kleines Skill-Video, wo Ja, du so ein also 3-Minuten-Video, wie macht man denn ich das? hatte es ursprünglich gedacht, aber sobald ich den Bogen rausziehe, sind die Leute neben mir alle alarmiert und sagen, ich Ja, soll die Werfe wegstecken. muss halt versuchen mit Jagd oder so. Ja. Oder? Aber das So, ist so ein Ding, das ich halt, das möchte ich dann in den Videos nicht endlos in die ja. Länge ziehen, Und sowas. damit erstmal ganz kurz, hallo Don Julio, schön, dass du zuschaust. Er sagt gerade ganz passend, man kann sich ganz gut an der Hand orientieren, wo der Pfeil Ja, hinfliegt. genau, Das das habe ist ich auch mal ein gehört. guter Tipp, ja. Dass man sich an den Knöcheln den Punkt Mein aussuchen soll, wo es ungefähr ja. hingeht. Ja, mein Problem ist weniger das Links und Rechts, sondern mehr die Weite. Also ich Das. schieße normalerweise entweder zu kurz oder zu weit. Ich wollte auch schnell Hallo sagen, ich habe hier immer mehr Zuschauer. Ja, hallo von Sir Heinrich Stuxer von Stuxwort Fallen Rossingen. Ja, die den Trailer kennen, die wissen, was ich meine. Und ich wollte auch mal kurz Hallo sagen, weil der nächste läuft jetzt doch schon 20 Minuten. Ich Ah ja, habe. ich sehe schon, der Swiss Gamer ist auch wieder dabei. Auch Ja, guck hier nochmal einer. Hallo. Den kenne ich auch. Hi, ja, bei mir auch gerade. Hallo. Aber ich muss Hi. Ja, sagen, jetzt klar. mir gefällt es auch sehr gut, dass die, anders als bei vielen Spielen, diese verschiedenen Kleidungslayer haben. Ich glaube, du hast ja so um die, ich schätze mal so um die 16 vielleicht, Kleidungslayer, die du nutzen kannst, die du alle übereinander stülpen Ja, kannst. genau. Also wie Das. richtig halt, oder? Da hast du ein Ja, da. Unterkleid, dann hast du so ein Wams, dann kannst du da eine Rüstung drüber ziehen und so weiter. Genau. Das ist schon recht cool. Das Dumme ist, ich bin ein ziemlicher Looter. Und vor allem, Du auch. ich Ich bin nutze ganz schlimm. ungerne. Ich bin Ja, ganz schlimm. ich hab mein Pferd mittlerweile auch eher zu einem Packesel gemacht. Das muss jetzt mittlerweile. Hab dem extra gegeben, so. Kann man ein Packtier kriegen später? Nein, aber du kannst ein Pferd holen, was mehr in Richtung Belastung gehen kann und weniger in Richtung Aha. Ausdauer. Das kannst du Aha. auch später als Fertigkeit einstellen, dass Also du. ich hatte beim Schwertkampftraining das Gefühl, es sei wichtig, die Ausdauer zu skillen, denn mein guter Heinrich war doch sehr schnell aus der Puste und das hat sich dann wiederholt, als ich die Prügelei hatte. Oder? Das hat sich dort wiederholt und dann dachte ich, ja, da muss ich wohl dringend was machen, weil Ja, bisher habe also ich alles die. aufs Reden geskillt. Vor allem im Faustkampf ist die Ausdauer halt sehr wichtig, weil du nimmst erst wirklich Schaden, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Ja, Und genau. Und du kannst deswegen auch brauchst du mal eine hohe keinen richtigen Ausdauer Schaden, im sondern du Faustkampf. kannst auch kaum mehr Schaden austeilen. Ja, Deswegen, genau. oder? Das ist auch noch so ein Ding. Und ich habe auch mal von irgendjemandem gehört oder irgendwo gelesen, dass auch das Blocken irgendwie weniger effektiv wird, wenn du halt aus der Puste bist. Macht auch Sinn. Ich nehme an, also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich nehme einfach mal an, dass du einfach mehr Schaden nimmst, wenn du blockst und keine Ausdauer hast, Ja, genau. als wenn du halt mit Ausdauer blockst. Wobei ich sagen muss, ich habe es mir mittlerweile eher ange ich versuche mir anzugewöhnen, sagen wir es mal eher so, weil es passiert doch eher seltener, aber ich versuche mir mittlerweile anzugewöhnen, anstatt zu blocken, einfach einen Schritt zur Seite zu machen. Dass ich halt nicht blocken muss. Ich habe Hilft zwar das? jetzt immer Da einen. musst du dich aber erst vom Gegner lösen, oder? Nee, du hast, also das ist eine fortgeschrittene Taktik, glaube ich.
Du hast, wenn der Gegner schlägt, kommt ja immer dieses grüne Schildzeichen. Und das grüne Schildzeichen ist entweder abwehren, das heißt, du musst halt die entweder in die richtige Richtung decken, beziehungsweise ich habe immer ein Schild, ich muss einfach nur drücken. Und oder halt, du gehst einen Schritt nach links, rechts oder nach hinten. Und damit schlägt er halt ins Leere. Was natürlich in dem Moment für dich besser ist, weil du auch ohne Ausdauer dann Verstehe weniger ich. Schaden nimmst, weil der einfach ins Genau. Leere schlägt. Ich wollte doch kurz eine Frage beantworten an den Swiss Gamer. Ja. Er fragt gerade, wann jetzt kommt denn jetzt eigentlich der Forest-Film, also der Forest-Film. Das kann ich dir gerne beantworten, aber nicht hier, denn hier soll es um Kingdom Come Deliverance gehen. Ja, ich hoffe, du verstehst das. Ich möchte jetzt hier nicht abschweifen zu einem anderen Thema. Das verstehst du hoffentlich. Naja, je nach Zeit, die man in Kingdom Come verbringt, kann es auch zu einer Art Waldfilm werden. Ne? So oft wie man mittlerweile, so oft wie ich in einer Quest im Wald geblieben bin, da war ich echt 3, 4 Stunden drin, weil du Wie ist es mehrere eigentlich mit Sachen der finden musst. Jagd? Ich habe ja, also früher war es ja so, wenn du dich in des Königs Wäldern am Wild vergriffen hast, dann hat das in den meisten Fällen die Todesstrafe bedeutet. Und ich habe mich gefragt, das soll ja hier auch so sein. Das heißt, oder die Wälder gehören dem König und sind für dessen Jagdgesellschaften vorbehalten. Und wenn du dich jetzt als der Schmiedssohn aufrächst, sich an des Königs Wild zu vergreifen, dann kann das ganz schnell im Kerker oder ähnlichen Orten, ungemütlichen Orten enden. Und ich habe mich gefragt, wie erkennt das Spiel das? Also merken die das? Hast du das dann über die Schulter oder wie merkt das Spiel das, dass du gewildert hast? Das ist eine gute Frage. Hast du das schon mal irgendwie festgestellt? Ich habe es bisher noch nicht gehabt, weil ich noch nicht groß in der Jagd tätig war. Ich habe ein paar Quests gehabt, wo ich halt ein bisschen jagen musste, aber dann war ich mit einem Adligen zusammen. Das Da heißt, da durftest du. durfte ich das. Ja, Und aber mach doch das mal bitte. Wie, oder? Mach ich, das mal also bitte ich weiß auf ohne die jeden Fall, Erlaubnis. ich weiß auf jeden Fall, es wird im Spiel auch öfters thematisiert, dass du nicht jagen darfst, Genau. wenn du halt nicht offiziell irgendwie Autorisiert bist. Jäger oder ähnliches bist oder zu einer Ja. Jagdgemeinschaft gehörst. Und War ja wirklich so. ich nehme an, dass wenn ich eine Stadtwache mit sowas sehen könnte, du dann Jetzt ist halt die vielleicht. Frage, wie das Spiel das löst, oder? Weil wenn du es nur im Inventar hast, ist es ja für die Wache nicht sichtbar, solange du es nicht im Händler unter die Nase reibst und der sich dann vielleicht fragt, wo du es her hast. Oder? Also Wildbret im Beutel zu haben und einem Händler auf den Tisch zu legen, könnte Ärger machen, geben. Das würde ich sinnvoll finden. Das hat bestimmt ein rotes Händchen drauf, dieses Wild, oder? Weil du hast ja gewildert. Ah, Oder sind vor. hier, Don Julio kann dazu auch gerade was sagen. Ah, Erstmal cool, fragt er gut. selber gerade, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass man offiziell jagen darf und man nicht mehr wegen Wildereien angemacht werden kann? Und ich wurde mal durchsucht und hatte selbst gejagtes Hasenfleisch dabei. Die Wache hat mich durchsucht und es dann gemerkt. Also, Und dann hat okay, es Ärger gegeben, deswegen. dann nehme ich das an, ja. Also, ich habe nur Ja. einmal mitbekommen, ich wurde einmal nur angemacht, weil ich aus Versehen was geklaut hatte. Und da Was war ich. das geklaut, war das gewildert. Nee, das. Ich hatte ein Schild mitgehen lassen. Aber der hat mir dann einfach nur. Ich musste halt das Schild zurückgeben und ich glaube, irgendwie, was weiß ich, so 20 Groschen oder so muss ich zahlen. Aber Mehr das kam ist da nicht. wahrscheinlich auch sehr abhängig davon, wem du da in die Hände fällst, oder? Ich nehme an, dass es auch sehr viel mit dem Gutdünken Ja. des Gegenübers zu tun hat. Aber Weil wer du zu dir hast ja. steht und all diese Genau, Sachen. du hast ja auch in den bestimmten Bereichen hast du ja immer einen gewissen Ruf. Der wird ja Ja, angezeigt im genau. Inventar oder in dem Index jedenfalls. Und da wird ja Verschiedenes zusammengerechnet. Dein Ruf im Dorf, der Ruf zu einzelnen Personen, alles Mögliche spielt da eine Rolle. Ja, genau. Oder was du Ich trägst, nehme wie an, sauber du bist, all diese Sachen. genau, dein generelles Erscheinungsbild und was man halt so über dich kennt. Und ich Genau. nehme mal an, dass es auch da ein bisschen mit zu tun hat. Wenn du sehr schlechten Ruf da hast, dann wirst du wahrscheinlich eher wegen solchen Sachen angemacht, als wenn dich alle Leute kennen und mögen. Aber ich muss Ah. sagen, ich bin auch immer recht selten bis halt in den richtigen Städten wirklich über Wachen gestolpert. Aha. Also oft ist es so, da ist vielleicht ein oder zwei Wachen in dem Dorf und denen Außer mit kommst dem du Büttel mit generell dem sowieso Knüttel, gut. oder? Wie bitte? Der Büttel mit dem Knüttel.
Oder Ja, weißt du noch? der ist ja doch relativ am Anfang, den du meinst, Ja, ne? genau. So habe ich meine Folge auch genannt. Oder? Da kommt der Büttel, der kommt, Aber lauft. wo du das gerade sagst, ich finde das ja sehr schön, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, wie unterschiedlich man die Quests angehen kann. Du Ja, hast, ich, so genau, wie das ich, wollte ich auch noch wie du ansprechen. es Es gibt gerade ja so nämlich viele schon gesagt hast, Möglichkeiten. wie du es ja gerade schon gesagt hast, du hast ja den Freunden da geholfen, die Wand einzuschmieren. Ja. Man könnte ja Kunesh auch anders überreden. Entweder man besiegt ihn sofort im Kampf oder man schafft es halt, sich einfach reinzustehen, wenn Emma wieder unterwegs ist, und das Schloss zu knacken. Das würde auch gehen. Man könnte Würde man die außerdem. Axt dann im Haus finden, oder? Na, die Axt, die hängt eh da immer draußen. Aber in der Okay. Truhe hat er halt noch die Nägel und den Hammer. Und Aha. die kannst du einfach mit einem Dietrich, kannst du die Truhe aufmachen, wenn Wo du das. kriegst du Dietrich hierher? Fritz hat die. Der Fritz einer hat von die. denen, mit denen du die Wand eingeschmiert hast. Kannst du die hinter Kunesch Haus dann ansprechen? Das habe ich nämlich gehofft, dass ich da irgendwie noch was machen kann mit den Ja, du Jungs. kannst mit denen so noch reden. Und Ah. wenn du Fritz ansprichst, kannst du das auch Aha. gleich auswählen, dass Dann du. sollte ich, ich bin jetzt nämlich hinter Kunesch Haus. Und dann sollte ich das wohl dringend noch machen, weil ich habe bisher die Axt konnte ich klauen, ohne dass er mich entdeckt hat. Dann werde ich des Nächtens versuchen, oder? Ihm auch den Rest noch wegzunehmen. Was ich aber auch Und sehr schön jetzt weiß finde. ich halt nicht, ich habe noch nie, ich werde wahrscheinlich erst in unserem Haus schnell üben, wie man eine Kiste öffnet. Ja, das habe ich immer noch nicht so wirklich drin. Also, ich muss sagen, ich fand es sowohl mit dem Controller als auch mit der Tastatur sehr schwierig, die Kisten zu öffnen. Selbst auf sehr leicht habe ich da sehr viele Probleme Also ich mit. habe ja gesagt, ich habe drei Videos geguckt und eins davon ging um Schlösser knacken. Vielleicht kann ich euch da helfen, für die, die damit Probleme haben. Ich habe es noch nie gemacht, aber es geht wohl darum, also oder man muss es verstehen. Ich glaube, es liegt voran daran, dass die Leute vielleicht Schwierigkeiten haben damit. Und zwar, man muss das System verstehen. Man hat ja diesen goldenen Punkt und wenn man den gefunden hat, muss man diese Stelle parallel mit der Drehung des Schlosses mitbewegen. Genau. Das ist es eigentlich schon gewesen. Das heißt, nicht bewegen in dem Sinn irgendwo anders hin, sondern einfach diese Distanz zum Schloss, kann man sich ja eine Stelle merken, die sollte man versuchen ständig einzuhalten, während man dreht. Und dann sei es ganz einfach. Und das werde ich Es versuchen, wenn ich dann geht. ans Also erste Schloss komme. das Problem ist bei mir eher, dass man die Geschwindigkeit der Drehung von dem Schloss nicht wirklich beeinflussen kann. Das kannst du zwar beim Controller in dem Sinne wieder machen, aber da ist halt das Problem, dass es sehr schwammig ist, wo du den Punkt gerade sonst stehen hast, weil das da wieder ein bisschen schwieriger ist. Ich hätte lieber so ein, ich sag mal, dieses System wie bei Skyrim so ein bisschen gehabt, dass du halt das Schloss und den Dietrich so separat miteinander bewegen kannst. Ja. Dass es da ein bisschen einfacher geht. Aber gut, Oder was wie bei passiert? C4, das ist auch ein schönes Schloss-Knacksystem, das kenne ich finde leider ich. jetzt nicht, das Das finde ich ein Knacksystem da. tolles Knacksystem. Hat mir sehr gut gefallen. Und man kann es relativ einfacher lernen und der Stress entsteht vor allem dadurch, dass dich jemand entdecken könnte. Das soll Ja, ja hier auch recht extrem sein. Also wenn du es und versaust, wenn du nachts im Haus drin bist, dann wachen die vermutlich auf. ja, ich möchte hier auch noch mal ganz kurz Don Julio erwähnen, der jetzt ebenfalls auch noch mal was geschrieben hat zum Thema Kunesh. Und zwar, man kann auch Kräuter sammeln und verkaufen. Dann braucht man die Sachen von Kunesh nicht. Ist auch noch eine weitere Möglichkeit. Ich habe es tatsächlich noch ein klein wenig anders gemacht. Ich glaube, es war der Bäcker. Ich bin da hingegangen, bin nach oben und habe einfach eine Truhe geöffnet und habe die Sachen, die ich in der Truhe gefunden habe, einfach weiterverkauft. Das ging Im gleichen natürlich auch. Dorf. Ja, ich habe es im gleichen Dorf Das weiterverkaufen soll man können. ja nicht unbedingt machen, sondern da muss Ja, es aber halt bisher wünschen. es waren halt vor allem so Gebrauchsgegenstände wie Schnaps und solche Sachen. Ah, Also also solche Sachen, Lebensmittel. genau, solche Sachen, die halt weniger Ja. jemandem zugeordnet werden. Und da hast du Weil aber auch. diese anderen Sachen wie Kleidung und Genau. Schwerter und so, das sollte man wirklich tunlichst vermeiden, Genau, habe ich das sollte gehört. man nicht im gleichen Dorf machen. Genau. Aber die Sachen, ich glaube, ich habe auch so 120 Groschen oder so für die ganzen Sachen gekriegt. Und damit kam ich dann auch gut aus. Aber ich finde es halt auch sehr schön,
jetzt, wie wir schon gesagt haben, wir haben jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Möglichkeiten allein für Kunesch jetzt gehabt, ja, um genau. die Sache zu lösen. Und so geht es jetzt teilweise auch weiter. So ja, es geht ich dachte mir, ich dachte mir, als ich das gehört habe, das muss ein wahnsinniger Programmieraufwand gewesen sein, für jede Quest verschiedene Möglichkeiten der Herangehensweise nicht nur auszudenken, sondern auch zu programmieren. Ja, das ist ein Wahnsinn. Definitiv. Also ich habe noch eine andere Sache, da kommst du später hin, aber ich muss es jetzt einfach mal erzählen. Nee, aber nicht spoilern. Ich versuch's. Aber okay. Also kannst du kannst erzählen, du kannst es immer noch so, dass ich die Lösung kenne. Ja, das ist schwierig. Ich versuche es. Ist es denn wichtig? Sagen wir es mal so, du kannst dich später dafür entscheiden. Eine Sache davon ist offensichtlich. Ich habe den offensichtlichen Weg genommen. Okay. Und die andere Sache wird dir relativ schnell gesagt. Also du hast in Thalmberg hast du irgendwann das Problem, dass du nicht mehr rauskommst. Weil du wirst halt da kurz festgehalten. Sollst halt für die erste Zeit noch nicht rausgehen. Und du willst aber natürlich aus Thalmberg raus zu der Zeit. Und hast eigentlich mehrere Möglichkeiten, dahin zu gehen. Du kannst die Wache zum Beispiel versuchen zu überreden. Was, glaube ich, am Anfang relativ schwierig ist. Und selbst wenn du es schaffst, musst du dann noch andere Sachen machen. Zum Beispiel, du musst halt eine Verkleidung finden, damit dich die Leute dann nicht gleich erkennen. Du musst dann versuchen, vielleicht sogar noch jemanden zu bestechen oder ähnliche Geschichten. Du hast eigentlich also einen großen Plan, den du machen kannst. Und ich habe dann aber einen ganz einfachen daneben gefunden. Du kannst einfach von der Brücke springen, es ist nicht relativ weit. Der mir das gesagt hat, mit dem Pferd da zwischendurch reiten, oder? Nee, das war ich nicht. Das hat mir jemand erzählt. Ich hatte leider also kein Pferd zu der Zeit. Aber es gibt da diese Zugbrücke und von da aus könnte man einfach schön runterspringen und das ist einfach überhaupt nicht tief. Du kannst also diesen gesamten Quest mit der Verkleidung und so weiter, kannst du einfach in dem Sinne überspringen, indem du von dieser Brücke kurz runterspringst und dann einfach die Beine in die Hand nimmst und hoffst, dass die Soldaten dich nicht finden. Oder die Soldaten, die dich dann hinterher finden, die einfach zu überreden, dich doch gehen zu lassen. Und was passiert, wenn du den, dann hast du ja auch die Bonus nicht, die Boni gibt es ja dann auch nicht, wenn du das nicht erfüllst. Oder hast du das dann erfüllt? Welche Boni meinst du? Also für das Lösen der Aufgabe. Also die Aufgabe war einfach dann in dem Moment nur aus Thalmberg rauszukommen. Aha, okay, die hast du natürlich dann gelesen. Ich sag jetzt nicht aus welchen Gründen und so weiter, du sollst aus Thalmberg rauskommen. Mhm. Und das habe ich in dem Moment gelöst. Es gab aber auch da wieder optionale Geschichten. Du hättest anscheinend da schon ein Pferd kriegen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht, ich war zu Fuß unterwegs. Aha. Aber auch da merkt man wieder, es gibt einfach jede Menge Möglichkeiten, die Sachen zu machen. Auch später, da musste ich irgendwann Soldaten finden. Ich hatte irgendwann, du kannst allein schon, wie viele Möglichkeiten du hast, diese Soldaten, dann diese zwei Banditen fertig zu machen. Du kannst dich ranschleichen, kannst es versuchen, in der Nacht zu machen. Ich habe es hinterher darüber gelöst, dass ich auf eine andere Soldatentruppe gestoßen bin und mir die Banditen immer noch am Hals waren. Deswegen habe ich es dann irgendwann geschafft, die Banditen in die Soldatentruppe zu locken, dass die Soldaten die kaputt gemacht haben. Aber es gab halt so viele Möglichkeiten. Es waren zwei Stück. Einen habe ich auf jeden Fall immer hingekriegt, aber der zweite war halt immer das Problem, weil sobald du gegen mehr als einen kämpfst, hast du halt immer das Problem, einer versucht dich irgendwann zu umkreisen, versucht dir halt immer in den Rücken zu schlagen oder in deine auf deine schwachen Stellen. Und das war bei mir immer das große Problem. Ja, die KI ist ja nicht doof hier, oder? Ja, beim Kämpfen ist sie das nicht. Die kriegen das sehr gut hin. Und manchmal habe ich auch schon gegen einen ziemliche Probleme. Deswegen habe ich irgendwann, deswegen habe ich immer versucht, mir die Möglichkeiten zu nehmen, die mir das Spiel in dem Moment bietet. In dem Moment war es halt eine Soldatentruppe, die da in der Nähe war. Und dir vielleicht auch einen Weg zur Flucht offen zu halten. Aber es gab dann in der Hinsicht auch noch einen sehr interessanten Weg, den es nämlich auch noch gegeben hätte. Und zwar, du bist in dem Moment nämlich als Teil einer Soldatentruppe unterwegs, zu der Zeit, wo du das machen musst. Du hättest auch
mehrere Dörfer wieder zurückreiten können zu deinem Kommandanten und hättest ihm sagen können, dass da oben Banditen sind, die getötet werden müssen. Und er hätte dich einfach mit einer Truppe dahin geschickt, um die zu töten. Also selbst solche Sachen, die eigentlich gar nicht auf deiner Map als Hinweis markiert sind, die Sachen kannst du Aha. tatsächlich auch machen. Und die gehen Also auch, oder? es Die geht auch, ja. funktionieren auch. Also das habe Ja. ich, wie gesagt, jetzt selber nicht gemacht, sondern halt ein Freund von mir, der das auch spielt. Und der ist einfach zurückgeritten, hat den Kommandanten gefragt. Der hat dann einfach ein paar Leute mitgeschickt und die haben Geil. dann einfach die Banditen getötet. Daher, Geil. manchmal lohnt es sich tatsächlich in dem Spiel auch um mehrere Ecken zu denken und einfach mal auszuprobieren, was auch geht. Ich habe auch gerade noch einen Kommentar von The Swiss Gamer LP. Und zwar habe ich mir den Trailer vom Spiel, den du mir geschickt hast, angesehen und fand es echt spannend und würde das Spiel auch spielen wollen. Es sieht sehr interessant aus. Und ich habe ja den Trailer hier vor den Stream gehängt. Dann wisst ihr, von was wir hier reden. Und jetzt ist es so, mein lieber Gamer LP. Also wenn du ein Schnetzelspiel im Sinn von ich bin der Auserwählte und nach 20% Spielverlauf mache ich eh alles nieder erwartest, dann bist du hier bestimmt falsch. So ist das Spiel nicht. Sondern du hast vielleicht mitgekriegt, was wir jetzt so erzählt haben. Das ist ein sehr diffiziles und größten Wert auf die Story und Genau, auf also die es soll, Realitäten legendes Spiel. genau, es soll ja sehr historisch akkurat sein und Ja. vor allem möchte es einen großen Realismus haben. Und im realen Leben bist du halt nicht immer der Obermacker, der fünf Leute gleichzeitig besiegen kann. Ganz genau. Und deswegen muss man hier öfters dann mal wirklich Die schauen, Beine in die Hand dass man nehmen. seine Taktiken dann hinterher Ja. zurechtlegt. Genau. Aber das finde ich toll. Ich mag das, weil ich bin nicht so ein Freund von diesen Schnetzelspielen. Die mir dann irgendwie, die sind mir dann viel zu schnell, sind mir die zu leicht und dann macht mir das keinen Spaß mehr. Und sowas wie das hier oder wie das alte erste Gothic, sowas mag ich. Ich hab's gern, wenn es eine Herausforderung ist. Das mag ich. Ja, generell Es finde soll ich das nicht auch alles gut. so mit dem Fingerschnippen zu lösen sein. Ja, das Problem habe ich auch immer, dass man oft ein viel zu overpowerter Held wird. Ich habe ja, kennst es ja Und von mir, auch zu schnell, oder? ich habe ja ewig immer Skyrim gespielt und da hast du auch genau das gleiche Problem. Deswegen habe ich irgendwann auch immer angefangen, mich selber zu limitieren. Und das ist sehr schön, dass man es halt in diesem Spiel nicht machen muss. Du bist in dem Sinne schon limitiert, weil du nur so stark bist wie andere auch und so stark wie dein Inventar halt. Und daher kannst du hier tatsächlich vernünftig spielen, ohne irgendwann denken zu müssen, ach, das ist alles zu einfach. Ja, genau. Ich habe mir das künstlich erschwert, Skyrim. Und zwar mit Mods. Ich habe aus meinem Skyrim eigentlich ein Survival-Sub-Skyrim gemacht. Also das heißt, ich kann dort erfrieren, ich kann vom Blitz getroffen werden, all solche Sachen. Ich muss essen, trinken, ich muss mich wärmen. Und viel extremer, als das halt richtig der Fall Ja, wäre. Und das erschwert das Spiel enorm und macht dann auch mehr Spaß. diese Sachen meinte ich jetzt sogar noch gar nicht, also nicht nur diese Realismus-Sachen, sondern auch zum Beispiel, ich hatte, glaube ich, ein anderes Kampfsystem mit reingepackt, so ein bisschen Ja, Dark Souls-artiger. Und ich hatte irgendwann öfters mal das so gehabt, dass ich zum Beispiel, ich mache oft diese Random-Starts. Da hatte ich dann einfach zum Beispiel als Bettler angefangen und habe mich wirklich nur mit einem Messer immer durchgekämpft und keine Rüstung getragen und ähnliches. Ja, Also das ist auch ein Weg, oder? Das ist auch ein Weg. solche Aber ihr Sachen habe ich merkt schon, dann also hier die gemacht. jetzt hier Und zugucken, und das sind inzwischen einige. Ihr merkt schon, um was es hier geht und auf was genau. das Spiel halt großen Wert legt und wo es auch wo es sich unterscheidet zu den gewohnten Spielen, sag ich jetzt mal. Genau. Also man merkt schon, es ist ein Spiel. Ich finde auch dieses Motto von denen sehr schön, dieses Dungeons No Dragons, Genau. dass sie halt hier überhaupt keine Fantasy reinpacken und alles halt sehr realistisch machen. Und ich finde das halt auch sehr schön. Ich mag es auch einfach, eine ganze Weile einfach nur über diese böhmischen Dörfer zu reiten, so ein bisschen die Landschaft zu sehen und vielleicht immer so ein bisschen zu gucken, was es gerade in den Dörfern gerade so gibt. Aber Ja, und so ein bisschen es zuzugucken, was die lebt, Leute da genau, treiben, oder? es lebt sehr viel vom Alltag und Aha, ja.
Don Julio hatte auch noch gerade was zum Thema Realismus gesprochen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich finde es sehr schade, dass man beispielsweise so gut wie nichts auf den Tisch, was auf den Tischen liegt oder so aufheben kann. Oder dass man einfach aus allen Töpfen essen kann und sich niemand daran stört. Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Also vor allem die Sachen, dass man halt nicht alle Sachen aufheben kann, finde ich auch so ein bisschen schade. Da war ich dann auch doch so ein bisschen von anderen Spielen verwöhnt, dass man halt alles nehmen konnte, was wo lag. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon immer Probleme gehabt, alle Sachen mitzunehmen. Wenn ich jetzt auch noch alle Teller und was weiß ich mitnehmen könnte, ich wäre ja nach jedem dritten Haus, wäre ich schon wieder voll. Daher ist es vielleicht sogar ganz gut, dass dem mal Ja. nicht so ist. Ich meine, ich habe Du könntest dich tagelang nicht mehr in diesem bewegen. Spiel, ich habe tagelang in diesem Spiel aufgrund von dieser Jagdpartie, die man später mit dem Adligen hatte, 44 Hasen in meinem Rucksack gehabt und musste Die erstmal gucken. verderben dir ja. Ja, auf Das ist Dauer übrigens leider mit dem auch. Mod auch so. Also mit dem Skyrim-Mod. Da verdirbt dir das Essen dann auch. Finde ich gut, solche Sachen. Ja. Weil das ist realer. Finde ich gut. Das war übrigens auch wieder einer von den kleinen Bugs, wo wir von gesprochen haben. Eigentlich, ich bin total schlechter Jäger, was das angeht. Man hatte da so eine Quest, man sollte gegen den eine Jagd machen und schauen, wer wie viele Hasen kriegt. So, ich hab, glaube ich, so um die 40 Pfeile gehabt. Oder ja, vielleicht so 30 vielleicht. Und ich hab's geschafft, mit den 30 Pfeilen 4 Hasen zu treffen. Und dazu kamen noch zwei Rehe, die ich, glaube ich, getroffen habe. Und einen Elch, den habe ich mit dem Schwert erlegt, weil er einfach nicht weggerannt ist. Und ich habe es irgendwie geschafft, dadurch, dass ich die Truhe genutzt habe. Und irgendwie hat das so ein bisschen verbuggt, aus diesen 4 Hasen 44 Hasen zu machen, wodurch ich natürlich den Aua. Wettstreit gewonnen habe. Cool. Mal ein Fehler, der dir zugute kommt, oder? Deswegen kann ich jetzt immer groß damit prahlen, dass ich mit 30 Pfeilen 44 Hasen getroffen habe. Aber es ist ja so, also ich denke, da wird demnächst noch einiges nachgepatcht. Und es ist halt so, das muss man wissen, meine geliebten tschechischen Entwickler hier, oder die Entwickler von diesem Spiel, die ja auch bei Mafia 1, also bei Lost Heaven schon beteiligt waren, was man, finde ich, dem Spiel ein bisschen anmerkt, oder? Das Spiel wird neue Standards setzen, wie damals Mafia auch, da bin ich überzeugt. Also wir werden viele dieser Dinge, werden wir wahrscheinlich in kommenden Spielen sehen, bei Ubisoft und so, oder? Und Ich hoffe es mal. die werden sich das klauen, da bin ich überzeugt. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt hier in dem Sinne auch wieder durchsetzt. Was mir nämlich sehr hier gefallen hat, war, dass du wirklich in jedes Gebäude reinlaufen konntest, ohne Ladezeiten und solche Sachen. Ganz Das hattest du in genau. vielen Spielen ja immer noch. Gut, Witcher zum Beispiel hat es jetzt nicht gehabt, aber hier ist es ja wirklich noch ein, ich sag mal, ein bisschen anderer Standard, finde ich, als bei Witcher. Hier hast du halt alles noch sehr, durch diese Ego-Perspektive noch ein bisschen realer, sag ich mal, für mich. Ich habe auch noch Das. gerade einen Kommentar, Ja? und zwar auch von Swiss Gamer LP. Er meint, ja, dass es an vielen Stellen ja auch lustig sei, hat er gesehen, gelesen. Und das kann ich bisher bestätigen. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber ich finde schon allein die Gespräche, die da geführt werden, oft, die haben so eine ganz eigene Komik. Also ja, oder zum Beispiel die Szene ganz zu Beginn am Burgtor, als man die Parierstange holen soll, oder? Mit Dick und Doof und so. Also ich finde das herrlich gemacht, oder? Und man hat sofort, nach wenigen Minuten, wenn man das Spiel startet, hat man dieses Mittendrin-Gefühl. Und das mache ich ganz besonders. Ja. Ich vergesse sofort, dass ich nur spiele. Also Sofort. ich muss sagen, es hat, wie soll ich das sagen? Das Spiel weiß zumindest den Humor gezielt einzusetzen. Du hast wirklich einige Szenen, wo du wirklich schon lachen musst. Und du hast aber auch Szenen, wo das Spiel wirklich sehr ernst sein kann. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also du Eine hast schöne wirklich, Kombi, gell? ja, du hast halt nicht immer dieses Gesamte. Ich mag ja eigentlich so diese light-hearted, uplifting-Geschichten, aber du kannst dann in dem Moment, wenn das gesamte Spiel so ist, kannst du halt auch keine emotionalen Momente aufbauen oder ähnliches. Und das schafft das Spiel hier um einiges besser, weil es halt tatsächlich einen, ja, ich sag mal, ein eher reales Spiel wird, wo es
lustige Sachen gibt, wo es aber auch traurige Sachen gibt. Und dazwischen hast du halt auch sehr viel diese Alltagsgeschichten. Und das finde ich Also eigentlich sehr schön. was ich in dem Punkt toll fand, das ist mir schon zu Beginn aufgefallen, so wie die Beziehung von Vater und Mutter dargestellt wird. Schon allein das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zwar nicht, also wie sie so miteinander umgegangen sind und wie das in diesen Cutscenes gezeigt wird. Oder den Klaps auf den Hintern und einfach, das war toll. Das war richtig toll, finde ich. Also das war, man ist da so richtig, man lebt das mit. Oder es ist so gut dargestellt, dass man es mitleben kann, und zwar ohne Probleme. Oder dann so lustige Szenen, wie der Deutsche da in der Schenke, wie er so auf den Tisch haut, oder? Und dann, ja, aber ich musste so lachen, weißt du? Oder als die anderen zwei da zu Boden geredet haben, und der, ja, aber, und dann sagt der eine, ja, aber Kuttenberg, oder? Und dann das Huhn, was dann geht ja die Kamera raus und zeigt dieses Huhn, was erschreckt, weil er auf den Tisch haut, und ich finde, das ist toll inszeniert. Das hat wirklich, das hat Spielfilmqualität in diesem Teil. Wirklich, also toll. Ja, das meine ich. Es kann halt wirklich diese Szene gut einsetzen, sag ich mal. Und es gibt davon später ja noch einige andere Momente. Was ich zum Beispiel sehr toll fand, war die Geschichte um bei Pater Godwin und den Wald dahinter. Beziehungsweise daneben. Ich werde darüber jetzt nicht spoilern, weil du selber wahrscheinlich auch da irgendwann mal zu kommen willst. Und ich will dir den Moment nicht versauen. Aber ich sag auf jeden Fall, es gibt sehr viele Momente, wo man sehr lachen muss. Und das hat mir sehr gefallen. Und tatsächlich passiert das meiner Meinung nach auch recht häufig, vor allem in den Nebengeschichten. Also diese Nebenquests. Die laden auch anscheinend öfters mal dazu Also, ein, so eine etwas lustigere Geschichte zu ja, finden. Rockstar kann ja das so gut, oder? Mit diesen Nebencharakteren, diese schrägen, sehr, sehr komisch, Ja, schrägen Nebencharaktere, die sie wobei oft einbauen. die Rockstar-Charaktere, zumindest die, wie man so bei GTA und so weiter kennt, die sind normalerweise ja schon wieder so verzerrt, dass man sie nur satirisch wahrnehmen kann und Ja, nicht als ich fand zum richtige Beispiel Menschen. Das schafft Kingdom Come dann doch eher einen vernünftigen Menschen zu ja, zeigen. darzustellen. Also Genau. ich kann mich einfach noch erinnern an die Szene mit dem Totengräber bei Red Dead Redemption. Fand ich herrlich. Fand ich absolut herrlich, diese Figur. Und das können die einfach. Dass sie diese schrägen Nebencharaktere, das haben die wirklich drauf. Und bei Skyrim ist es ja jetzt im Vergleich eher so ein bisschen so, ja, und das habe ich auch selber so erlebt, soweit ich es gespielt habe. Ich habe es ja noch nicht durch, sondern ich wollte es eigentlich streamen, das war so meine Idee, dass ich Naja, das also komplette Skyrim streame. ich sage mal, Skyrim durchspielen, das habe auch ich nicht geschafft und ich habe so um die 1000 Stunden drin. Oh. Es gibt immer irgendwo Quests, die man noch nie gespielt hat. Von Kein. daher durchspielen würde ich nicht sagen. Ja doch, Die Hauptquest oder als Stream die würde ich das Gildenquest machen. vielleicht schon, aber nicht Weißt du? alle. Also ohne jegliche Nachbearbeitung, weil hier in den KCD-Folgen steckt sehr viel Nachbearbeitung. Ich gehe da hin und mache da Hühnergackern rein und Pferdeschnauben und Zaumzeuggeklirr und weiß der Teufel was alles. Einfach um die Atmosphäre noch weiter zu verdichten. Apropos, da hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage. Und zwar, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder ob es auch generell ein Problem ist. Ich habe öfters das Problem, dass hey Hide, schön, dass du da bist, dass Ja, Heide. die Szenen manchmal vom Ton her etwas Aha. leiser werden als Ja, gewohnt. das Also, ist leider so. Ich okay. korrigiere das alles nach. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, ich sag's dir. Das ist eine Ja, Wahnsinnsarbeit. es passiert öfters Aber. mal, dass dann plötzlich der Kerl entweder keine Stimme hat oder dass der halt sehr leise spricht. Und ich hatte schon gedacht, vielleicht ist das irgendwie in meinen Einstellungen, aber wenn du das Nee, gleiche nee. Problem Das hast, ist im Spiel so, okay. leider. Und es ist wahnsinnig schwierig anzupassen, dass man es nicht merkt. Ja. Oder? Weil du kannst ja nicht plötzlich 10 dB lauter machen, weil der Hintergrund ja mit lauter wird. Und Genau. ich habe es versucht, im Spiel so einzustellen, dass es dass Hintergrundgeräusche und Sprache und Musik einigermaßen passen. Dass wenn ich alles zusammen hochdrehe, dass es nicht unangenehm wird, beziehungsweise bemerkt wird. Das wäre schade. Aber es ist so, wir haben ja vorher drüber geredet, offline.
Man darf das nur in 3D-Schritten machen, sonst fällt es dem Zuschauer auf und das stört den Eindruck. Ja. Aber ich habe da 4 Abende verbraten für diese 40, 45 Minuten von Folge 2. Oder 4 Abende für ein Video, um es zu schneiden. Und ist dir auch aufgefallen, das musste ich nämlich auch rauscutten, wenn er ein Kleidungsstück wechselt, dann ist Heinrich kurz ohne Kopf und ohne Hände. Ein paar Das Frames lang. ist bei mir nicht so, aber ich habe öfters mal, dass sich die Sachen ein bisschen überlappen. Also, dass sie nicht komplett richtig angezeigt werden im ersten Moment. Ah, Das dann kann das dauert vielleicht normalerweise grafikkartenabhängig sein. so ein paar Sekunden, bis das richtig angezeigt wird. Genau. Aber das ist Aber wahrscheinlich, weil es so detailliert ist, muss das erst geladen werden. Oder wenn ich ja. jetzt ja die Kleidung wechsle, dann wird ja die Figur neu geladen. Das könnte daher kommen. Also ich cut es weg. Und das ist aber auch wieder schwierig, weil wenn da parallel die Hintergrundmusik läuft, ich mache ja sonst selber welche rein, wenn da keine kommt. Und wenn da aber eine läuft, dann kann ich ja nicht beliebig was wegschneiden, dann hört man das. Oder? Da Tja, muss ich gut, das aber über, da das ist muss ich doch. das crossfaden, also überblenden, und das Aber ist das alles ist ein doch wahrscheinlich Riesenaufwand. nur eine oder 2 Sekunden, wo dann dies. Ja, aber das wäre dann ein hässliches. Nee, aber das sind doch nur 1 oder 2 Sekunden, wo dann der Handschuh noch nicht geladen ist. Ja, aber es sieht halt komisch aus. Mich stört's. Im fertigen Okay. Video, tut mir leid, ohne Kopf. Heinrich ohne Kopf. Also reicht ja, wenn ich kopflos bin im Spiel. Da muss der Heini das nicht auch noch sein. Okay, Ich meine. das wäre mir jetzt doch etwas sehr viel Arbeit, aber ich mache ja meine. Ich habe es ja, wie du schon kennst, es mir immer zur Gewohnheit gemacht, den gesamten Stream einfach mal als ein Video hochzuladen, weil ich diese kurzen Videos mittlerweile nicht mehr so mag. Ich mag es lieber, was Langes zu haben. Du kannst ja öfters einfach pausieren, später machen. YouTube merkt sich ja, wo du aufgehört hast. Aha, Und stimmt. deswegen mache ich das normalerweise so. Und wenn ich so bedenke, hier der erste Kingdom Come, was ich da gespielt habe, der erste Stream, habe ich ja 7,5 Stunden am Stück gespielt. Wenn Wow. ich da jetzt jedes Mal die Sekunden rausstreiche und so weiter, bin ich wahrscheinlich einen Monat dran. Nein, aber mit dem Stream kannst du, also ich kann das gar nicht machen. Wenn ich mit OBS einen Stream aufnehme, dann kann ich das nur eigentlich nur noch, also fast nur noch lassen, wie es ist. Denn Ja. da ist alles in einer Spur, ich kriege das nicht getrennt dort. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch nicht antun wollen, ganz ehrlich. Aber wenn ich das so mit DxStory, hier geht es ja leider nicht mit DxStory, also ich muss es mit Bandicam aufnehmen und dann habe ich ja Kommentar und Spiel getrennt wenigstens. Da kann ich zum Also, Beispiel das Atmen entfernen. Hide schreibt von ähnlichen Problemen. Er Ach, sagt, Chris. dass Mattis sagte, dass bei ihm etwa 5 Sekunden Pause zwischen den Dialogen sind, was manchmal echt nervt. Ja, das wäre auch Ja, blöd. das ist auch, und das ist auch sowas, oder je nachdem lädt er ein bisschen länger. Weißt du, Ich. wenn ein neues Gespräch startet und so, sowas kann ich alles wegschneiden. Ja, Dann ist halt ich das hatte ganze jetzt vor Video ist dann kurzem. irgendwie flüssiger, schöner. Ich hatte vor kurzem einem doch etwas Schlimmeren, ein etwas Schlimmeres. Ich hatte quasi den großen Endfight für die ersten 20 Stunden jetzt gehabt. Und in diesem großen Endfight, Geil. Also so eine richtige Schlacht, wie man sie im Trailer sieht. So. es gab jedenfalls eine Schlacht, ja, und es Geil, geil. In dieser Schlacht gab es natürlich einen Erzfeind für diese Zeit, die wir jetzt in den ersten 20 Stunden hatten. Nicht sagen wer, aber Nee, ich ich freue sag's mich nicht. drauf. Aber Ich freue mich drauf. da war es so, das sollte ja groß inszeniert sein mit Cutscene und so weiter. Bei mir war es so, es war Totenstille, die Cutscene hat nicht gelaufen, du hast unten nur die Untertitel gesehen. Oh. Ich konnte also die ganze Zeit nur lesen, was da passiert. So schade. Ja. Ja, wie gesagt, es ist bekannt, dass da noch Macken drin sind. Und ich muss Und sagen, ich es frage gibt. mich jetzt, oder wenn ich jetzt das, ich werde das ja als Video, ich werde das nicht als Stream, sondern als Videos hochladen, die wahnsinnig aufwendig gemacht sind. Noch schlimmer als bei Alien oder Prey. Da gebe ich mir wirklich eine Wahnsinnsmühe für dieses Spiel. Und wenn ich solche Macken habe, dann wird mir wohl nichts anderes bleiben, als zum letzten Speicherstand zu gehen und das nochmal zu laden, nochmal spielen, in der Hoffnung, dass es dann startet. Weil das Ja. fände ich verheerend, wenn eine Cutscene, den wichtigen, nicht läuft. Das fände ich Definitiv, verheerend. ja, das war schon echt nervig. Also ich Und hoffe, ich sehe wirklich gerade, hoffe, dass solche Sachen bald gepatcht werden, wirklich. Soll ja Patch ich geben. sehe gerade Chris bzw. Bolling Action ist da. Ja, Stuxa und auch Snorri, mit. cool. Nein, wir Genau. spielen nicht Kingdom Come, wir reden über Kingdom Wir Come. reden drüber, genau. Also, Genau.
derzeit nur ein Podcast. Sozusagen. Oder wir wollen so ein bisschen unsere Erfahrungen mit euch teilen. Für die, die dieses Spiel auch so fähnen wie wir. Ihr merkt ja, also die, die jetzt dabei waren seit Beginn, es werden ja laufend mehr, dass wir das wahnsinnig, dass uns das begeistert. Oder? Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich könnte da mindestens 15 aufzählen, die jetzt aus dem Stegreif. Oder? Ich sag dir, eine halbe Stunde wird nicht reichen für diesen Podcast. Ja, bei mir läuft jetzt genau eine Stunde. Bei mir ist jetzt genau die Stunde rum. Aber es macht nichts. Also ich kann da gerne noch weiter drüber reden. Ich merke das. Also ich habe da noch einiges zu erzählen auch. Und dabei hast du noch nicht so weit gespielt. Ich frage mich, wie das bei dir noch aussieht, wenn du die ersten 10, 20 Stunden hinter dir hast. Da wirst du wahrscheinlich so viele Geschichten haben. Oder Sachen, die dir aufgefallen sind. Sowas machen, oder? Ja, bestimmt. Da machen wir doch mal sowas. Aber also das kann ich gleich an die Zuschauer, die dieses Let's Play verfolgen, kann ich das gerne mitgeben. Ich werde mir da eine Wahnsinnsmühe geben für dieses Spiel. Das kann ich euch auch so versprechen. Einfach, weil es mich derart begeistert. Also es ist immer so, je mehr mich ein Spiel begeistert, desto mehr Zeit und Arbeit investiere ich dann in die Videos. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich eine andere Sache, dass ich da gemerkt habe, Kingdom Come ist echt gut. Und zwar, ich habe normalerweise immer sehr viel Probleme, dass mich ein Spiel wirklich lange hält. Mhm. Und ich versuche eigentlich... Dass du Spiele magst, gell? Ja, dass es dich nicht mittendrin... Genau, also ich habe es oft so, ich hatte es sogar bei Mass Effect erstmal eine Weile, dass ich mittendrin irgendwann aufgehört habe, weil da irgendwie eine Stelle war, die jetzt nicht so lang, nicht so interessant war, wo ich erstmal nie wusste, wohin und so weiter, habe ich echt ein Jahr ungefähr stillgelegt, habe dann den Rest gespielt, habe dann aber gleich den dritten Teil noch hinterher gespielt. Da war ich dann doch sehr begeistert. Aber diese Geschichte mit den Pausen, das hatte ich auch zum Beispiel bei Witcher, das ist bei mir mal ein sehr großer Indikator. Und vor allem, wenn du nicht genau weißt, wann du das Ganze spielen willst. Und bei dem Spiel ist es gerade so, ich habe da einen Vorbehalt. Und zwar beispielsweise bei mir das Outlast DLC, The Whistleblower, das habe ich nicht unterbrochen, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil einfach was noch Besseres kam. Das kennt man schon. Aber ich meine jetzt, um das nochmal zum Ende zu führen, es ist oft so, du hast dann oft eher so, ja, dann spiele ich heute Abend nochmal Kingdom Come so ein bisschen, ne? Und solche Sachen. Hier hatte ich jetzt aber eher so, ich hatte oft die Idee, ich könnte jetzt unbedingt was machen. Ich möchte eigentlich Kingdom Come weiterspielen, aber gucken wir mal auf die Uhr. Und ich habe tatsächlich vor einer Weile jetzt angefangen, dann irgendwie 2 Uhr morgens plötzlich nochmal Kingdom Come anzuwerfen und dann irgendwie bis 5, 6 Uhr morgens nochmal ein bisschen Kingdom Come durchzuspielen. Einfach, weil ich so große Lust an dem Spiel hatte. Ja, verstehe ich das da. Und da hast du dann immer schön, konntest du immer schön mit entspannen. Gut, bis auf, wie gesagt, die letzten paar Szenen. Aber bisher hatte ich immer ein sehr gutes Spielgefühl damit. Meinst du es den Rage? Die Szene, die nicht kam. Den besprochenen Rage, der einen Stelle mit der Belagerung mit diesem Lager hatte. Mhm. Und eine andere Szene war noch, das hat mich sehr genervt, Taschendiebstahl. Ja, also wir wollen ja nicht, muss man vielleicht den Zuschauern auch sagen, wir wollen hier nicht nur fähnen, sondern wir wollen wirklich auch Mängel aufdecken, also unsere bereits gesehenen, bekannten Mängel erzählen, einfach um auch unseren Eindruck wiederzugeben, wie er halt ist, oder? Ich nehme mal an, es könnte auch irgendwo an mir liegen, aber ich verstehe es nicht ganz. Dieser Taschendiebstahl ist, du stellst dich hinter einen, drückst auf diesen Taschendiebstahl, dann geht diese Tasche auf. Genau. Und du kannst dann hinterher, hast dann eine bestimmte Zeit, um die Sachen da rauszunehmen. Ich habe das nie wirklich hingekriegt, weil ich einfach nur 3 Sekunden für das Ganze Zeit hatte. Und das ist normalerweise bei mir dann, oben ist vielleicht dieses Rausgehen und ganz unten ist dann das Item, was ich brauche. Ich bin auf der Hälfte des Weges dahin und die Zeit ist abgelaufen. Und das fand ich so nervig, das habe ich dann die letzte fehlt Zeit... Dann wohl beispielsweise Agilität oder sowas, um das überhaupt vernünftig durchführen zu können. Ja, kann sein. Oder ich bin vielleicht zu schwer gerüstet oder ähnliches. Ja, eben. Versuch dich doch mal leichter, leiser etc. zu machen, oder beweglicher,
und versuch's dann nochmal. Mal gucken, ob die Ja, Zeit dann aber länger die wird. Sache war auf jeden Fall, ich habe mich extra bei einem da dem habe ich gefragt, kann ich das bei dir trainieren? Er meint so, ja klar, wir gehen kurz hinter die Mühle, damit das keiner sieht. So, Ah, und jetzt der kannst du Müller. mich Ja, be das Video habe ich Ah, das gesehen. kennst du schon, okay. Ja, Und aber da das ist konnte man auch so das eins von klauen diesen lernen. 3-Minuten-Videos, die ich mir Genau, angesehen da habe. konnte man jedenfalls das klauen lernen. Und da habe ich das halt immer und immer wieder versucht. Und irgendwann kam es dann sogar so, ich habe ihn versucht zu beklauen, Dem sollst du gleich in der einen Hinsicht. Dolch abnehmen, oder? Genau. Ja, ja, Ich ja. habe ihn versucht zu beklauen in der Hinsicht dann. Und er plötzlich, oh, ein Dieb, ein Dieb, und will die Wachen rufen, genauso wie Theresa. Klar, und ich bin jetzt wieder derjenige, der eigentlich da nur trainieren wollte. Und ich werde jetzt gerade von der Wache gesucht. Und der hat dich jetzt ausgeliefert beim Trainieren. Was Ja, für eine genau. Scheiße! So Was ein für eine Arsch. Scheiße! Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, ach, scheiß drauf, ich bin einfach in die Mühle gegangen, habe mich ins Bett gelegt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die wolltest du nicht, die holen dich aus dem Bett, sobald du wieder startest. Das kann sein, wer weiß. Also beim nächsten Mal, ich werde wahrscheinlich Kopfgeld haben. Also, das ist ja auch eine Option. Stell dir mal vor, im realen Leben, oder? Dieb, Dieb, und du gehst hin und legst dich beim Bestohlenen ins Bett und hoffst, dass dann nichts passiert. Ich kann es nicht Okay. gewesen sein, ich habe geschlafen. Aber genau, ich war's nicht, ich war's nicht. Oh Mann. Oh Mann. Das wäre aber komisch, wenn das Spiel dir das verzeiht. Das wäre wirklich, wirklich komisch. Wie gesagt, mich hat eher gewundert, dass das Spiel das jetzt als Diebstahl anerkannt hat, weil wir Ja, haben eigentlich schon. trainiert. Aber gut, Schon. ich Vielleicht nehme hast du da an, was falsch verstanden, ich ja, weiß ja nicht. ich hab zum Glück ja, dadurch, dass ich sehr viel loote, was in dem Spiel echt problematisch ist ab einer bestimmten Zeit, weil alleine mit meiner normalen Rüstung, die ich jetzt trage, bin ich quasi schon überlastet. Oh, das Das heißt, heißt, du machst dich extrem langsam, träge. ja, Ah, genau, das dann heißt, könnte ich das packe natürlich alles ein bei Grund mir, sein, warum das nicht klappt mit dem Diebstahl. was ich noch so bekomme, packe ich eigentlich alles immer in mein Pferd mittlerweile. Und ich versuche jetzt eigentlich immer, ich muss mittlerweile versuchen, mich selber zu begrenzen, nicht alles mitzunehmen, was ich Ja, finde. genau. Das hast Das du habe ich bei am Skyrim Anfang, lernen müssen. ja, das habe ich am Anfang sehr stark Nicht gemacht. alles Du kommst mitzunehmen. manchmal an so alte Schlachtplätze und so weiter und da liegen so Aha. viele Tote rum und ich bin einfach zu jedem gegangen, habe die nochmal gelootet. Und hab Aha. dann irgendwann die Plünderer gehauen, die plötzlich da auch waren. Eigentlich war ich genau das Gleiche, aber gut, Ja. haben wir uns halt da gehauen. Habe ich den Ihr habt Plünderer euch nochmal einfach gelootet beim und so ging das Leichtklettern dann halt weiter. gestritten, Genau, oder? wenn du dann auch Du, noch ich habe auch anfängst, noch gerade einen Comment zum wie gesagt, Thema. wenn du dann noch anfängst, die Plünderer zu plündern, dann irgendwann hast du einfach nicht mehr wirklich die Kapazitäten, um wirklich viel zu laufen. Die Plünderer plündern. Ich habe noch gerade einen Comment von Reaction, also von Chris. Und er meint nur, er hört sich aber authentisch an als der Taschendiebstahl in meiner geliebten Gothic-Serie. Denn ein echter Taschendieb im Real Life hat ja auch kaum 3 Sekunden. Das stimmt natürlich. Aber Ja, ich aber glaube schon, das Problem, dieses das Problem. Überladensein hat extrem negative Auswirkungen Ja, auf deine das Fähigkeit. Problem in der Hinsicht war ja vor allem, dass ich nicht mal die Möglichkeit hatte, schnell genug an den Dolch zu kommen. Also es hat allein so nicht geklappt, weil das vom Umschwenken hätte ich vielleicht 4 oder 5 Sekunden gebraucht. Ich hatte nur 3. Aber ich würde sagen, du müsstest dich mal entleeren. Und zwar nicht deine Darms, sondern deine Taschen. Oder du Ja, versuchst doch da nochmal. Ich glaube, dann wird es viel, viel besser aber laufen. ich Weil dann finde es bist du viel eigentlich. agiler. Ja, aber ich will eigentlich lieber der Gepanzerte sein. Ich finde es schöner, wenn ich da durch die Stadt stiefel und alle Ja, Leute sprechen mich. als Dieb kannst du nicht Und gepanzert sein. Das wird nicht laufen hier. alle Leute sprechen mich da als der Ritter an. Das finde Ja, ich eigentlich ganz schön, das weil. verstehe ich auch, aber. Wenn du gleichzeitig Taschendieb sein willst, dann geht das geht nicht zusammen. Also da müsstest du dich schon umrüsten quasi für diesen Ja, Zweck. eigentlich schon, aber Ich habe ich. beispielsweise gesehen in Folge 2 von meinem Let's Play, habe ich gesehen, da gibt es so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Kutte oder wie, also wie sagt man, so eine Steppjacke, ne? Und die hat, glaube ich, statt. Warte, wie war das? Geräusch. Also die hat viel weniger Geräusch und die macht einen viel agiler. Und dann ist er auch noch dunkel. Ja, da bist auch noch weniger auffällig. Und ich denke, so ein Jäckchen zu tragen ist natürlich viel, viel besser,
als das Grüne, was ich derzeit noch anhab, oder? Ja. Und in deinem Fall ist es noch viel, viel extremer, weil du auch noch eine Plattenrüstung trägst, offenbar. Ja, wobei ich ja eigentlich jetzt nicht so groß der Taschendieb bin. Ich hau den normalerweise eher tot und dann Auf die plündere ich den. Glocke. Aber ich habe für mich eher Du gesehen, weißt, es bei dir gibt ist ein viel paar ganz gute Dingeldöngel. Sachen. Wie Oder? bitte? Bei dir ist viel Dingeldöngel. Ja, Pass bald genau. auf die Glocke, die du siehst. Genau, ich habe lieber so den. Bei mir ist es ein Aha. typischer Bud Spencer-Film. Ich hau erstmal Ziemlich allen auf die Glocke. brachiale Und dann. Methode. Genau. Jedenfalls, ich habe für mich immer gemerkt, der Schneider ist tatsächlich Übrigens, ein darf ganz ich guter dazu? Anlaufpunkt, denn es gibt ein paar Jacken und diese Wappen und so weiter, die dir tatsächlich einen Bonus auf Charisma geben. Ja, genau. Wenn du, und du kannst auch verschiedene Jacken an verschiedenen, in verschiedenen Dörfern, Städten tragen und das hat Auswirkungen. Das heißt, wenn du das Richtige trägst im richtigen Ort, dann nützt dir das extrem. Ja, Dann genau. bist du dort viel besser angesehen. Hingegen, wenn du eine Feindesjacke trägst, in Skalitz zum Beispiel, dann kommt das sehr, sehr negativ an. Ja. Also Und ich was ich hab's bei jetzt mir noch, immer weil ich mittlerweile, wollte ja. vorher noch kurz was einwerfen, und zwar zum Thema Stehlen. Ich bin ja eigentlich nicht so der Dieb, aber ich mache es gerne, weil es halt spannend ist. Ich finde es halt irgendwie spannend, ja, oder ich finde es spannend, aber bei Steve auch schon, werde ich jetzt erwischt, das finde ich toll. Und was ich daran mag, ich werde für die Zuschauer meines Let's Plays, ich werde wohl eher versuchen, mich dem Spiel auf die gewollte Weise zu nähern und mich auch nicht nur ein bisschen in die Richtung zu skillen, sondern mich auch der vorgegebenen Weise, wie das hier, oder? Das ist ja recht real, mich der Weise anzunähern. Also ich Hier, hoffe, dass das verständlich war, was jetzt, worauf ich hinaus wollte. Chris schrieb auch noch, der Rittereid im Real Life verbot Diebstahl. Ja, Ja, die genau. Sache ist aber, Absolut. Bis zum Rausritter auf jeden Fall. offiziell bin ich ja kein Ritter. Ich sehe nur aus wie ein Ritter, weil ich die ganze Genau. Rüstung habe, weil ich sie gestohlen habe. Also. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Raubritter. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Daher, ich habe Ja. keinerlei Rittereide abgeleistet. Doch nicht, du hast Ich noch habe nur keine die Rüstung. Schwertleit erhalten. Nee, ich habe aber bei mir, also es gibt so ein paar Sachen, auf die ich irgendwie da auch Wert lege. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich trage eigentlich immer das Gallitzer Wappen. Also egal, wo ich Ja, hingehe, da ich habe kommst du auch her. normalerweise diesen, genau, ich habe Ja. normalerweise diesen Wams von Skalitz, habe ich halt immer an. Das ist für mich einfach so das Zeichen hier, ich Ja. gehöre zu denen. Und das trage ich dann natürlich auch mit Stolz. Das ist so ein bisschen Weißt du Roleplay auch so ein bisschen. übrigens, wo diese Handbewegung beispielsweise an den Hut herkommt? Die Hand an den Hut. Ja, dass dieses zwei Finger an den Hut tippen, wo das eigentlich ursprünglich herkommt. Muss man wieder ein bisschen Infos einstreuen, finde ich. Ich könnte mir jetzt überlegen, dass es das Hochklappen vom Visier ist. Ganz genau. Und warum hat man das gemacht? Man hat das deswegen gemacht, weil es ein Zeichen war, wie das Handgeben. Ich trage keine Waffe, darum gebe ich dir die Hand. Das war ein Zeichen von, ich zeige dir mein Gesicht. Ich zeige dir, wer ich bin. Ja. Und das kommt daher, und das haben wir bis heute, tun wir das. Einfach in sehr metaphorischer Form im Prinzip. Und das hat Naja, sich die. erhalten, bis überhaupt vieles hat sich erhalten. Leider Ist aber tun den es Leuten nicht bewusst, was sie eigentlich machen. mittlerweile die wenigsten, weil die wenigsten mittlerweile noch einen Hut tragen. Ja, Aber. und übrigens auch das Prosten, das Gläser aneinander schlagen, das kommt nämlich auch aus der Ritterzeit. Das Warum hat weiß man ich das sogar, glaube gemacht? ich, noch. Das war, glaube ich, aus der Angst, dass man vergiftet werden konnte, Ganz genau, weil dann hat man die schwappt von dir stark was. gegeneinander geschlagen, damit Ganz genau. in jedem von dem anderen etwas Flüssigkeit reinkommt. Ganz genau. Das heißt, du würdest dann das eigene Gift trinken. Oder? Das war ein Freundschaftszeichen und so weiter. Und wie gesagt, wir tun viele von diesen Dingen und die wenigsten wissen, wo das eigentlich, wo das seinen Ursprung hat. Und wir sind ja hier im Spiel. Besonders, Das wenn man finde jetzt ich mal auch noch überlegt, spannend. besonders, wenn man jetzt mal überlegt, früher hat man das extra gemacht, damit die Flüssigkeit von dem anderen reinkommt. Mittlerweile, bei uns, Ja, ist das in Prosten so deiner Fresse. vorsichtig, dass man eigentlich versucht, gar nichts dabei zu verschütten. Also eigentlich haben wir das total in die, haben wir das eigentlich total in die Sinnlosigkeit geführt. Ins diametrale Gegengesetzte, Ja, ja. genau. Aber weil wir auch gar nicht mehr verstehen, was wir eigentlich tun.
Ja. Oder weshalb wir das tun oder woher das herkommt, weil es ja die Bedeutung auch feint. Ich habe den Ehrbegriff angesprochen, ich weiß nicht mehr, in der ersten oder zweiten Folge habe ich den Ehrbegriff, wo das herkommt und wie sich das verändert hat. Und heute kannst du ja die Leute in Sachen Ehre kaum noch beleidigen. Das geht den Leuten so am Arsch vorbei. Und vor nicht allzu langer Zeit, also noch 1945, war das ein Grund, jemanden nicht nur aufs Übelste zu pushen. Das war ein Grund für mindestens eine Prügelei. Und nochmal 100 Jahre vorher war es ein Grund für ein Duell oder für einen Mord. Also es ist noch gar nicht so lange vorbei, als man das noch. Das war eine Todsünde, jemanden auf die Art zu beleidigen, oder? Heutzutage ist das Alltag. Ja, das interessiert keine Sau mehr, oder? Und das hat sich also schwerst verändert. Und zwar erst in den ungefähr letzten 50, 60 Jahren. Wie gesagt, anfangs Zweiter Weltkrieg war das noch gültig und dann hat sich das irgendwie aufgelöst. Ja. Heute bedeutet das nichts mehr, oder? Also zumindest in Europa. Anderswo vielleicht schon, aber in Europa bedeutet das nichts mehr. Ja, genau. Der Chris hat auch noch was Interessantes. Apropos zwei Finger am Hut. Wisst ihr, warum der Knicke vorschreibt, dass die Damen immer rechts vom Herren gehen sollen? Finde ich auch sehr spannend. Finde ich toll, wenn die Leute sowas beitragen hier. Ich habe es leider schon Es gelesen, macht ja. Es absolut macht Sinn. Sinn. Man kann es im Spiel sogar sehen. Weil die allermeisten Leute links den Degen getragen haben, um ihn rechts zu ziehen. Also das galt für alle Rechtshänder zumindest. Und das dürfte natürlich auch entsprechend einem Boxkampf dürfte das extreme Schwierigkeiten gemacht haben, einem Linkshandfechter zu begegnen oder Schwertkämpfer zu begegnen. Also ich Weil du weiß dann im zumindest, Prinzip vorne, du warst dann falsch, oder? ja, wobei ja eigentlich Linkshänder zumindest so als Soldaten immer recht begehrt waren, weil die einfach Genau. die, weil das halt dem Gegner die Blöße gegeben hat, weil der sein Schild natürlich auf der linken Seite hatte. Und Dann hast du dadurch hat super es ihn natürlich sehr, Möglichkeiten, sehr seine Gegner durcheinander zu gebracht. umgehen. Ja, Genau. genau. Und auch als Boxkämpfer sind sie nach wie vor recht begehrt, weil deren starke Hand eben die linke ist. Ja. Aber Das ist das tatsächlich bei ist. mir auch so. Also. Solche Sachen würde oder werde ich auch noch einige im Video erzählen, auch ein paar Anekdoten zu gewissen Sachen, weil ich einfach finde, das passt so herrlich. Und ich habe auch angefangen, so ein bisschen mittelalterlicher zu sprechen, oder? Weil einfach, ja, oder? Um im Ganzen so ein bisschen mehr Flair zu verpassen. Ich finde es nämlich schade, dass die machen das zwar, aber ich hätte mir da noch einen Tick mehr gewünscht. Weil 14. Jahrhundert ist ja so die Blütezeit der Ritter, oder? So 150, 200 Jahre später war der Ritter eigentlich ein Niemand. Und man hat das nur noch aus traditionellen Gründen gemacht. Also Turniere oder eben ein Lanzenstechen oder so, das war eigentlich vorbei, oder? Man hat das nur noch aus Tradition gemacht und nicht mehr, weil es wirklich Sinn gemacht hat. Denn sobald die Armbrust aufs Feld kam, beziehungsweise der Langbogen, war es eigentlich vorbei mit den Rittern. Da konnte jeder Bauerntölpel, der einen Bogen be benutzen konnte, das war auch eine zeitaufwendige Sache, das zu beherrschen. Und man konnte übrigens sehen an den Leichen, dass es Bogenschützen sind. Weil deren linker Arm extrem, der Knochen, der war fast dreimal so dick. Das braucht eine übelste, also hast du mal versucht, einen Langbogen zu spannen? Ich durfte das einmal in die Hand nehmen. Das braucht übelst Kraft, den nur zur Hälfte zu spannen. Nur Hälfte. Ja, das ist Und das schon ist hart. wirklich brutal, was da für eine Gewalt drin steckt. Aber deswegen, die sind ja vor allem auch für die Reichweite gebaut, diese Langbogen. Du hast Genau. ja, das war, Moment, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Schlacht das war, aber das war ja mit den Engländern. Ja, Franzosen und Die sind Engländer, ja wieder schuld, dass die Blüte des französischen Adels die wurde sind da nie ja, die sind ja gerafft. wieder schuld, dass die Ritter ausgestorben sind. Alles die Engländer schuld. Dadurch, dass die halt diese großen Langbogen, Und in Armeen großer hintergebaut Zahl haben. halt. Genau, Soweit ich diese. weiß, 5000, das ist ja Ja, schon wie gesagt, extrem. diese große Langbogenarmee. Und das Das hat hat halt einiges Frankreich auch bewegt. um 100 Jahre zurückgeworfen, denn dort ist die Blüte der Adligen gestorben auf diesem Schlacht. Hey, war es nicht Hastings? Nein, es war ein französisches Nee, Feld. ich glaub Hastings Nee. war doch hier Ja, mit war England. Nein, es war ein französisches Schlachtfeld. Ja, vielleicht fällt uns der Name noch ein. Aber der Punkt ist wirklich, die hatten Riesenprobleme, weil der Nachwuchs von denen erstmal wieder ranreifen musste und erstmal wieder was lernen musste. Und die waren eine größere, längere Zeit, 20 Jahre, waren die mehr oder minder fast wehrlos, weil die Köpfe, die Feldherren gefehlt haben, oder? Also die ausgebildeten Kämpfer haben gefehlt, Ja, die klar. Truppführer.
Die wurden dort alle gemetzelt. Und die Franzosen hatten ja das Gefühl, als sie in diese Schlacht zogen, dass das mehr so einen Wettkampfcharakter hat. Also die waren sich nicht darüber klar, dass der englische König es auf ihr Leben abgesehen hat, sondern die dachten eher, das ist so eine Ehrgeschichte. Wir kämpfen hier um die Ehre und nicht ums Leben. Deswegen sind die da auch so niedergemetzelt worden, kann man nicht anders sagen. Und der Punkt ist halt, so eine Ritterrüstung etc., die ganze Ausrüstung, das war wahnsinnig teuer. Das konnte sich nicht auch, ein einfacher Graf konnte sich das kaum leisten. Das konnte den in Ruin treiben. Mhm. Oder sein Lehen musste erstmal so viel Geld hergeben. Allein das Pferd war normalerweise ja schon richtig, richtig genau. teuer. Und beispielsweise ein gut gemachter Helm konnte eine Kuh kosten. Ja. Oder eine Sache, die sich ein normaler Mensch nie hätte leisten können, eine Kuh hergeben für sowas. Oder nie und nimmer. Und deswegen war das so schon, also bestimmt zwischen 1100 und ungefähr 1500 war das ein Riesenproblem. Und deswegen waren die Panzerreiter, das war auch eine Frage des Geldes, oder? Mhm. Dass ich als Panzerreiter auftreten kann. Und in dem Moment, wo halt die Armbrüste und die Langbogen aufkamen und speziell die Botkinspitzen, die eben diese Panzerung durchdrangen, oder mit dieser Wahnsinnsgewalt dahinter, waren dann die Ritter im Prinzip plötzlich nutzlos. Das waren teure, überholte Gesellen, die zwar viele gekostet haben, denen man ein Lehen stellen musste, damit sie überhaupt Panzerreiter sein konnten und so weiter, die aber nichts mehr getaugt haben. Ja. Denn jeder scheiß Bauerntölpel konnte nach 2 Jahren Ausbildung mit dem Bogen einen solchen Panzerreiter metzeln, um oder? Hier nochmal den Bogen zurück zu Kingdom Come zu schlagen. Denn genau das, genau. haben wir ja auch hier in Kingdom Come. Man hat sehr häufig immer das Problem gehabt, dass man im mittelalterlichen Kampf eher auf seine Rüstung gebaut hat und gehofft hat, dass die eigene Rüstung länger durchhält als dieses Gegners. Und seitdem sie halt angefangen haben, so durchbohrende Pfeile halt zu nutzen, konnte man diese Taktik eigentlich vergessen. Mhm. Und musste sich halt eine neue suchen. Und deswegen braucht man halt diese ganzen Ritter nicht mehr. Und jetzt bei Kingdom Come ist es ja auch so, du musst auch im Kampf sehr darauf achten, nicht auf die Sachen zu hauen, wo er halt gerüstet ist. Ja, genau. Deswegen, ich hatte ja von einem Endkampf gesprochen, der jetzt in den ersten 20 Stunden gibt. Ich sage jetzt nichts vieles, aber er ist eigentlich sehr gut gerüstet, bis auf eine Stelle. Und wenn man das ganz gut ausnutzt, kann der Kampf innerhalb von wenigen Sekunden zu Ende sein. Ah ja. Das hat er ja gesagt, der Schwerenmeister Janicek, keine Ahnung, das hat er ja gesagt, du sollst auf das achten. Und das Spiel, das ist wirklich so ein Ding hier. Also bei mir war es so, ich habe es tatsächlich dadurch geschafft, ich habe glaube ich 3 Versuche gebraucht, habe am Anfang erstmal sehr viel gekämpft, habe jedes Mal aufs Maul gekriegt, weil der um einiges besser war im Kampf als ich. Und ich habe es irgendwann geschafft, einfach mit dem Bogen zu schießen, habe ihn an der richtigen Stelle getroffen. Also was mir aufgefallen, was wirklich auffällig ist in Kingdom Come, ist, dass, wie soll ich jetzt sagen, die schwafeln nicht nur, wie in vielen Spielen. Also man muss wirklich zuhören und sich die Dinge merken, denn die spielen eine Rolle. Mhm. Das ist nicht irgendwie, der labert halt jetzt irgendwas damit, was gelabert ist. Nö. Sondern diese Tipps und diese Hinweise, die du hier kriegst im Spielverlauf, die solltest du dir wirklich merken. Denn später wirst du die brauchen. Sonst verstehst du nicht, warum du ständig auf die Glocke kriegst. Es wird beim Stehlen und beim Truheknacken und so ganz ähnlich sein, denke ich. Also so man das, muss ihnen wirklich gut zuhören, wenn man das packen will. So ist das ja auch ähnlich bei den Quests. Also du hast öfters mal irgendwelche Quests und die erzählen im Nebensatz mal irgendetwas. Und oft ist es so, dass du das gar nicht mal so wirklich so gar nicht mitbekommen hast, sag ich mal. Und dann stehst du irgendwann da und hättest eigentlich noch einige Bonuswege gehabt, die du einfach mit diesem Nebensatz, wenn du den wirklich mitbekommen hättest, hättest du das vielleicht alles ganz anders lösen können. Ich habe zum Beispiel gemerkt, und deswegen bin ich froh um die Videos, mit der Kampf mit dem Schwertmeister hat irgendwas erzählt, von wegen, dass ich im Kampf an die Person, die mit der ich gerade kämpfe, eine Art gebunden bin. Und im ersten Video habe ich gesehen, dass ich das mit der Taste Numlock 0 lösen kann, diese Bindung an ihn. Hm? Und das konnte ich nicht, manchmal geht das viel zu schnell, diese Infos.
weil die sind wichtig, oder? Die sind wirklich, wirklich wichtig. Und Ja, wenn du ich. das nicht weißt und nicht siehst, dann wunderst du dich später ständig, warum dir ständig einer in den Rücken gehen kann und du dich nicht dagegen wehren kannst, weil du ja an dem anderen dranhängst. Und dann ärgerst du dich übers Spiel. Dabei hast du nicht zugehört. Genau das gleiche Problem habe ich, wie gesagt, ja auch beim Reiten gehabt. Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wie man vernünftig galoppiert. Dann sag's doch hier gleich. Du musst Oder? zweimal auf Shift drücken und dann W gedrückt halten. Und ich Und habe das ist immer. die Originalbelegung. Ja. Also Also ich was habe. wäre denn Für mich diese was. Taste Rennen, oder? Die normale. Also das normale Rennen wäre jetzt einfach Shift und W. Aber Okay, für also für mich Galoppieren wäre musst du das zweimal dann. Shift und W. Und ich glaube, du musst dann Shift und W gedrückt halten. Ich mache es, wie gesagt, mittlerweile eher auf dem Controller. Da ist es einfach zweimal B und B gedrückt halten. Und Okay, da weil geht für es mich, dann weiß ich, ich auch. habe es ja anders belegt. Ich habe alles auf Numlock zusammengefasst und dann habe ich noch die Insert und so dazugeholt und die Pfeiltasten. Das ist so meine Spielbelegung für die meisten Spiele, weil halt ich einfach, dort kann ich alles mit der linken Hand bedienen und rechts die Maus, was mir halt mit der Normalbelegung über die ganze Tastatur verteilt viel schwerer fällt. Also ich kann irgendwie besser agieren mit diesen Numlock-Belegungen. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr Let's Plays von mir kennt, dass ich immer diese Numlock-Tasten belege? Weil das liegt mir einfach. Also ich kann dort mehr oder weniger 20 Tasten erreichen mit der linken Hand. Was mir sonst fast nicht möglich ist. Und dann habe ich für, das könnte ich auch mal erzählen, ich habe einen Strategic-Controller, speziell für Strategiespiele. Da habe ich wie eine zweite Maus. Die kann ich links, rechts, oben, unten bewegen. Einerseits, das ist wie eine riesige Maus. Dann habe ich dort Tasten, die kann ich für alle Finger benutzen, also mindestens 5 Tasten plus 3 unten. Und die kann ich alle vierfach belegen. Das heißt, ich kann mit einer Umschalttaste auf diesem Strategic Commander kann ich dann die zweite Reihe anwählen. Und das sind extreme Vorteile bei Strategiespielen, wo man sich das sonst zusammenklicken muss. Oder beispielsweise, ich will zum Hauptquartier, oder? Dass du dann auf die Karte musst und dort klicken und dann Ja, klar. das ist halt toll. Vor allem bei diesen ATS-Spielen, da zählt halt oft jede Sekunde. Absolut. Und du musst ja auch, also wenn du das gut spielst, ich will jetzt nicht doll abschweifen, aber ganz kurz, wenn du das gut spielen willst, vor allem im Multiplayer und schnell sein willst, dann musst du ja auch in der ersten Spielminute das und das und das erledigt haben. Sonst hast du einen riesen Nachteil. Und wenn du diese Sache nicht weißt, dann wirst du immer verlieren und fragst dich wieso. Oder weil dir Da halt was fehlt. Das ist zum Glück in Kingdom Come nicht so. Da geht es zum Nein. Glück nicht so auf Nein. Schnelligkeit. Sonst hätte ich längst verloren. Wobei ich bin ja kein Freund von diesen zeitgebundenen Quests. Das mag ich überhaupt nicht. Gar nicht. Kommt tatsächlich wirklich drauf an, was mit der Quest ist. Also es gibt ein paar, die sind echt gut. Und es ist oft auch logisch, dass die zeitgebunden Ja, sind. ja. Von Macht Sinn. daher finde ich Aber das generell, okay. ich bin kein Freund davon, weil ich mag den Zeitdruck einfach nicht. Ich hab's gern, wenn ich mir eine Aufgabe überlegen kann und dann mit irgendeiner Strategie, die ich mir dazu ausdenke, an die Sache rangehen. Ja, klar, aber manchmal, ich sag mal, in manchen Situationen musst du halt mal innerhalb kurzer Zeit irgendwo sein oder irgendetwas getan haben. Ich finde, es ist okay, man sollte es halt nicht übertreiben damit. Wenn Also man ab bei und zu mal, ich sag mal, wenn das Company of auf. Heroes treibt mich da fast zum Wahnsinn mit ihrem scheiß Ja. Zeitdruck die ganze Zeit. Ja, Oder? ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, in irgendwelchen Actionsequenzen, dass du das halt mal brauchst. Dass du halt, was weiß ich, Schiff explodiert, alles um dich herum, du musst in einer bestimmten Zeit rauskommen, sonst bist du halt tot. Da Da kann ich es macht gut das Sinn. verstehen. Aber bei anderen Sachen, was weiß ich, hier hole deinem Vater Bier, Warm wird. bevor es warm wird, Aber das finde ich es jetzt wird wieder ein tatsächlich bisschen. warm. Jetzt hat man mir gesagt, ich hätte es richtig gemacht. Ich habe mir nämlich gedacht, ich arbeite das am besten so ab, wie es in der Liste steht. Also hole das Bier zuletzt. Da hat mir jemand gesagt, das hast du gut gemacht. Da hast du gut mitgedacht, denn es wird tatsächlich warm, wenn man das zu Beginn holt. Und dann Ja, sagt der Papa, das schmeckt mir nicht. Und ich das habe ist es auch wirklich so. erst, ich habe es auch erst am Ende geholt. Daher weiß ich jetzt nicht, wie es genau ist, wenn man es Aber so andersrum wird es macht. ablaufen. Der Papa wäre nicht zufrieden. Es wäre nämlich pisswarm dann. Leute, also das solche Sachen, das finde ich toll. Das finde ich so toll, wirklich.
Und deswegen glaube ich, war ich gar nicht schlecht, wenn ich das auch weiter so handhabe, die Quests in der Reihenfolge abzuarbeiten, wie sie da stehen. Denn ich denke, das Spiel hat sich hier wirklich was gedacht mit diesen, oder? Das ist Ja, halt, es das ist muss nicht wirklich so überall. Es muss tatsächlich angelegt. nicht überall genau in der Reihenfolge sein. Es gibt so ein paar Sachen, wo es dann heißt, hol dir. Ich habe zum Beispiel gerade eine Sache, da muss ich Wein in Rattay holen, ein Pferd aus einer anderen Gegend und wieder woanders her muss ich, glaube ich, einen Juwel oder so bringen. Also da muss ich es jetzt nicht unbedingt Ja, in aber der Reihenfolge wenn haben. da nichts erzählt Aber wird über irgendwelche Zeitlimits, dann ist es ja auch völlig egal. Aber genau, weil der aber Part der Betonung. normalerweise hilft es in dem Spiel schon ein klein wenig mitzudenken, Ja, weil die Leute sich definitiv. definitiv bei den Quests immer was gedacht haben und es gibt immer Definitiv. andere Möglichkeiten, die Sachen Und anzugehen. eben, wenn der Papa schon extra sagt, es solle kühl, Keller kalt und so, und er hat es ja extra noch betont. Und dann sollte man wohl wirklich darauf achten. Hingegen, wenn es heißt, eben besorgt ihr das Geld von Kunesh, da war ja nichts von Zeitdruck zu hören. Und dann denke ich, spielt es auch nicht so eine Rolle. Aber eben, das meine ich wieder mit gut zuhören. Also jemand, der das nicht kann, der ist hier wirklich, der ist hier so verloren. Oder der Ja, ist hier. deswegen, also ein reines Action-Debakel, Action-Spektakel, ein Debakel wäre, glaube ich, was anderes. Ein reines Action-Spektakel und ich sag mal, wo man wenig Story haben will, da ist man hier nicht ganz richtig bei dem Spiel. Ja, Man muss das glaube ich auch. definitiv, Da wird man nicht glücklich hier. genau, also hier muss Oder? man definitiv einen gewissen Sinn für diese Atmosphäre und generell für einen etwas langsameres Spiel, sag ich mal, mitbringen. Ist Das halt finde ich alles übrigens, ja, realistisch. das finde ich übrigens auch ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Ist nochmal zu Auch betonen. Das für finde ich, diesen Podcast musste man ein ja. klein wenig Zeit mitbringen. Ja, Aber jetzt sind absolut. wir zu Ende. Weil ich denke, wir werden da sicher noch mal was machen dazu. Definitiv, vor allem wenn wir schon ein Vorangekommen bisschen weiter sind, dabei sind, ja, genau. Ich weiß weitere ja nicht. Erfahrungen einbringen können. Genau, wir können ja mal gucken, wann du so deine ersten 20 Stunden drin hast. Dann können wir uns ja nochmal da zusammentun. Dann kennst du Genau. wahrscheinlich die Stellen, die ich jetzt gerade kenne, und ich kenne wahrscheinlich die nächsten 20 Stunden wieder. Und dann Ja, können wir und das ja nochmal abgleichen. ich bin ja auch gespannt, wie du die Sachen auch. Ich gucke ja, was du aufgenommen hast. Oder immer so weit, wie ich darf. Also so weit, wie ich selber schon gespielt habe. Und da bin ich sehr gespannt, wie du die Sachen angegangen bist. Das finde ich der Vergleich. Das ist hier so ein Spiel, wo sich ein Vergleich wirklich lohnt. Eben gerade, weil es so viele Möglichkeiten gibt, etwas zu machen, Ja. oder? Ist ja nicht, Wobei ist ja kein zumindest, Einzelfall mit Kudesh, sondern eher die Regel. genau, wobei zumindest bisher, wobei das ja jetzt noch nicht viel sagt, aber bisher hast du dich immer gleich entschieden wie ich. Ah ja? Also ich habe auch mich mit den Leuten dann zusammengetan, mit den Brüdern da, habe dann die Häuserwand angeschmiert Du und wolltest das halt auch sehen, wie ich, oder? Ich wollte es einfach sehen. ich hab einfach total auf die Fresse gekriegt, als ich gegen Kunisch gekämpft habe. Und ich hatte halt die Möglichkeit. Also weißt du, das habe ich geahnt. Weil ich habe, man hat ja geheißen, man soll gucken, mit wem man es da zu tun hat. Und ich dachte irgendwie, hey, der Kerl ist ein verdammter Schrank. Oder? Und mein Heinrich ist im Vergleich so ein Sparkel-Tarzan. Also wenn du die zwei nebeneinander stellst. Und ich dachte, oh, das könnte übel ausgehen. Der wird mir so derbe auf die Fresse hauen, oder? Ja, also bei Da mir. dachte ich, zu kämpfen ist wohl keine gute Wahl hier. Und da ich ja alles auf Reden geskillt habe bisher, weil ich dachte, bringt ja nichts, jetzt gleich zu kämpfen zu wollen. Ich werde jetzt am Anfang die ersten, ja, 3, 4 Stunden werde ich wohl hauptsächlich mich mit Reden durchbringen wollen, oder? Weil, oder kämpfen, der ist einfach noch nicht so weit. Bei mir war es jetzt so, wie gesagt, ich habe erstmal versucht, den Kunisch irgendwie zu überreden. Hab gedacht, ja, drohe ich dem so Hat ein das bisschen, nicht klappt geklappt? bestimmt. Hat er mir aufs Maul schlagen wollen. Und dann, ja, wir haben gekämpft. Ich hatte sehr viel Probleme. Er hat diesen blöden Move, dass er halt einem den Arm verdreht oder einem den Kopf nimmt und gegens Knie schlägt und solche Sachen. Sachen, wo Der ich keine kennt Ahnung habe, wie ich Globus. das Der kennt countern soll. Globus. Ja, Du genau, weißt so. du, wie man das Ich habe macht keine Ahnung. übrigens? Nein, ich habe keine Ahnung, wie ich das countern soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich es selber mache. Du musst den Sekundärangriff benutzen. Dann versucht er den Gegner am Kopf zu packen, den Kopf runterzuziehen und ihm das Knie in die Fresse zu hauen. Habe ich Sekundärangriff, festgestellt. meinst du stechen oder was meinst du? Nein, du hast ja zwei Angriffsarten. Den Okay. Hauptangriff und diesen Sekundärangriff. Und beim Boxen
Ich habe das mal kurz ausgetestet, weil ich musste ja, ich habe ja den blöden Retterschnaps wieder nicht gekauft. Und dann wurde wieder gespeichert und ich war wieder in dem Kampf drin, oder? Und das war aber geil, weil ich habe das dann gleich mehrfach gespielt, oder? Um einfach zu gucken, wie dieses Kämpfen geht, dieses Boxen und so. Und das war aber klasse deswegen. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumprobiert und gemerkt, aha, der kann Kombos, der kann sie. Aber man muss sie verdammt gut timen, das ist das eine. Jetzt muss man wirklich, man muss verdammt gut timen. Silly, das steht im Titel, das ist Snorri. Der spielt das auch gerade. Er fragt, wer genau. Ist. Ja, und, wer bin ich wohl? Ja, genau, wer ist er wohl? Und jetzt ist es so, versuch mal, den Sekundärangriff zu benutzen, wenn du die Hände in seiner Kopfnähe hast. Dann packt er in den Kopf, zieht ihn runter und haut ihm sowas von derbes Knie in die Fresse. Also wirklich, es sieht auch geil aus. Und der andere ist der manchmal aus. Also ich habe ihn zweimal, konnte ich ihn gleich ausnocken damit. Also das lohnt sich offenbar, den Sekundärangriff hier einzusetzen beim Kämpfen, beim Faustkampf. Ja, wir könnten auf diese Sache noch ein bisschen eingehen, oder? Eigentlich. Eigentlich wollte ich beenden, aber ich hätte noch ein paar Sachen, die ich noch gerne erwähnen möchte. Ja, oder? Da fällt mir schon ein paar Dinge, fallen mir noch ein. Okay. Ich gerne noch weiter. Aber um das Ganze nochmal zu beenden, ganz kurz bei mir. Also, ich habe mega aufs Maul gekriegt bei ihm. Bin dann quasi heulend zu Mami gelaufen. Die hat mich dann wieder verbunden. Und dann bin ich halt zur Schenke gegangen, habe mit Bianca geredet. Und hast du geblutet? Ich habe geblutet und alles, ja. Du hattest hinterher auch Blut auf der Kleidung und alles, ja. Aha. Und ich bin dann halt zu der Mutter gegangen, die hat mich halt wieder geflickt. Und dann bin ich. Aha, die heilt dich, wenn du bei dir antanzt? Ja, genau, die konnte ich heilen. Gratis? Ich glaube nicht, dass meine Mutter mir Geld abknüpft dafür. Ja, aber weißt du, ob sie irgendwas braucht? Wobei, wenn es meiner Mutter wäre, dann vielleicht doch, aber nein, die Mutter hier in dem Spiel hat mir kein Geld dafür verlangt. Jedenfalls, dann bin ich halt in diese Schenke gegangen. Danke für den Tipp. Kein Problem. Da bin ich, wie gesagt, in die Schenke gegangen, habe dann mit Bianca gesprochen und habe dann gleich halt diese Leute da gefunden, diese Truppe. Aha. Und habe halt gleich vom Fritz diese die Dietriche mitgenommen. Aha. Hab dann die Wand eingeschmiert und dann, bevor ich mit denen gekämpft habe, bin ich erstmal rein und wollte erstmal gucken, ob ich mit dem Dietrich da irgendwas aufmachen kann. Hat dann auch geklappt, ich konnte die Sachen mitnehmen, hab dann aber Kunisch trotzdem verhauen. Ach so. Ich habe noch eine Nachricht von Silly gerade. Er sagt gerade, im Titel steht bei ihm Black Wake. Das tut mir sehr leid, Silly. Oh ja, stimmt. Ich merke gerade, ich habe das extra geändert und so und auch das Thumbnail und alles. Jetzt merke ich aber, ich hätte das wohl noch aktualisieren müssen. Ich komme damit noch nicht so 100% zurecht, weil ich einfach noch selten gestreamt habe. Das tut mir sehr leid. Ich hätte das wohl aktualisieren müssen. Damit das nächstes Mal weiß ich dann, das. Dann liegt es daran, ja, aber. Also, dass man noch F5 drückt, wenn man diese Sachen geändert hat. Das ist natürlich jetzt ganz blöd für die Leute. Um jetzt damit die Frage dann nochmal zu beenden. Also hier Snorri vom Potato Club. Genau. Mit dem spricht der Stuxer gerade, genau. Ja, genau. Und wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es bei euch falsch angezeigt wird. Also im Video wird es sicher richtig sein. Ich habe noch ein Ding gehabt und zwar. Okay. Hast du schon mal den Pranger besuchen müssen, oder den Schandpfahl oder den Kerker? Bisher nicht, nein. Hast du dich noch nie erwischen lassen und konntest dich nicht rausreden? Also, wie gesagt, bisher nur einmal, wo ich fälschlicherweise das Schild vom Übungsplatz genommen habe, weil ich eigentlich dachte, ich brauche das gleich für den Kampf. Aber da musste ich nur 20 Groschen zahlen und kam da von allem anderen weg. Daher, ich habe keine Erfahrungen weder mit Pranger noch mit dem Schandplatz oder der Kerker. Ich dachte, das wäre hier so einfach. Also viele haben mir gesagt, das wäre hier ganz, ganz einfach in den Kerker geworfen zu werden und so. Wenn man sich erwischen lässt, aber ja. wie du zu denen stehst. Okay. Also beispielsweise, wenn du jemanden verprügelt hast gerade und dann wird bei dir was gefunden, der ruft dann die Wache und der findet was bei dir, was du ihm vielleicht sogar geklaut hast oder so. Oder der versteht sich mit der Wache besser als du, dann landest du im Kerker. Okay. So habe ich das gehört. Bisher habe ich mich halt wenig erwischen lassen. Daher. So. Ich musste nur einmal Geld bezahlen, alles andere war okay.
Also ich Vielleicht kommt das noch. Ich fürchte, mit dem, was ich probieren möchte, oder eben dieses Diebes, ja, ich will Diebsgesindel werden ein Stück weit, das möchte ich schon, weil ich das spannend finde. Ich bin ja auch ein Thief-Spieler, ein begeisterter Thief-Spieler, und das möchte natürlich hier auch sein. Und jetzt ist es natürlich so, das fürchte ich, werde mir schon den ein oder anderen Besuch im Kerker oder auch mal in Prager oder Schandfall eintragen. Und deswegen wüsste ich natürlich gern, ob er da wirklich drin landen kann. Ich glaube aber schon. Also es hat mir noch niemand bestätigt, aber ich glaube, das kann schon passieren. Das mit dem Kerker ist klar, aber das mit dem öffentlich machen, deiner Schandtat, wäre ja eine Affenschande, wenn der Prager für nichts wäre, oder? Ich nehme schon an, dass das geht. Eigentlich, ich würde schon eher sagen, dass der Pranger doch wahrscheinlich eher zu erreichen ist als der Kerker, oder? Ich sehe zumindest den Pranger jetzt für eine geringere Strafe als im Kerker zu schmoren. Ja, aber ich glaube, Diebstahl wird mit Kerker bestraft und irgendwelche Beleidigungen mit Pranger. Das muss man ja auch aus dem historischen Hintergrund sehen. Diebstahl ist Kerker, oder? Und ja, eben beleidigen oder irgendwie solche Sachen. Aber ich glaube, bei einer Beleidigung, da musst du wahrscheinlich schon irgendwie irgendwelche Adligen oder so beleidigen, oder? Damit vermutlich das wirklich. Das wird reichen, oder einen Kleriker oder so. Das wird vermutlich in Prager enden. Also auch dort bei dem Wortwahl aufpassen. Ich erinnere mich gerade. Ich habe ja mit Kunesch gesprochen, oder? Weißt du ja, ich habe ihn ja nicht gehauen, ich habe mit ihm gesprochen und ich konnte ihn tatsächlich, da war dann Reden, Erfolg und so, muss jetzt noch lachen. Und dann hat er der in übelster Weise beschimpft. Also, ja, ich weiß schon, du bist ja eh zunächst. Also, erstmal ist dir die Frau weggelaufen, der Schnaps ist auch teuer und du bist ja eh zunächst zu gebrauchen. Und ich dachte, er wird mir jetzt so der auf die Fresse hauen, wenn ich solches Zeug zu ihm sage. Ich habe mich so gewundert, er wurde zwar sauer, aber er hat mich nicht verkloppt. Ich habe eigentlich jetzt erwartet, wenn der sowas sagt, dann gibt's jetzt Dresche, oder? Ja, aber ich wirklich, da war ich erstaunt, dass das nicht in der Schlägerei geendet, dass sich der das gefallen hat lassen. Das hat mich wirklich erstaunt. Mir fällt, glaube ich, auch gerade wieder ein, welche Schlacht du meintest. Wir hatten ja über diese Geschichte mit den Bogenschützen gesprochen. Ich glaube, das war die Schlacht von Azincourt. Ja, genau. Meine ich. Und der Chris hat schon recht, das ist in der Nähe der Loire, soweit ich weiß. Weil die Loire und die dort stehende Burg, die diesen Brückenübergang verteidigt, hat nämlich ganz eng was mit dieser Schlacht zu tun. Stall ist Kerker. Ja, wieder Kapitän Kerker. Ja, recht hast du, Silly, absolut. Dieser verdammten Penner. Ja, das ist so unsere GEMA, die BILAG, weißt du. Okay. Wir haben demnächst eine Abstimmung, ich glaube, dieses Wochenende, wo es darum geht, diese BILAG abzuschaffen. Also das wäre quasi bei euch die GEMA, das abzuschaffen. Das fände ich gut. Weil das könnten wir in Deutschland gleich weiterführen. Also ja, absolut. Wir haben kein Problem mit. Volksdemokratie und dürfen darüber abstimmen. ich wäre so froh, wenn die Bevölkerung das annimmt. Also nicht, dass wir die SRG, nicht, dass wir das Schweizer Fernsehen abschaffen, das fände ich verheerend. Oder das wäre dann Berlusconi-Verhältnisse wie in Italien oder so. Aber oder Berlusconi heißt das doch, oder? Ja, dieser Penner von Präsident, der sich da mehr heißt oder weniger alle Sender gekauft hat. Da der Bunker-Kerl. Silvio Berlusconi. Genau, das ist ein richtiger Penner. Und solche Zustände könnten uns sonst auch drohen. Aber ich finde schon, die sollen das behalten. Aber wenn ich höre, was die für Gelder bekommen, allein vom Staat, dann brauchen die nicht von jedem von uns auch noch 450 Franken. Das sehe ich nicht ein. Oder wenn, dann schafft wenigstens dieses blöde Kassobüro namens BILAG und habt das in die Steuern rein. Ihr habt also bei euch das vermischt. Ihr habt quasi bei uns die GEZ, also die GEZ und die GEMA zusammen. Bei uns ist es halt zwei unterschiedliche Sachen. Also GEZ ist, glaube ich, bei euch Fernseh und Radio. Genau. Also dann meine ich und, die GEZ und nicht und die GEMA. Entschuldigung. Genau, die GEMA wäre nämlich jetzt die Rechte auf die Musik. Genau. Ja, Entschuldigung, dann habe ich mich verplappert. Ich meine die GEZ bei euch. Ah, okay. Das war mein. Einfach, wir können jetzt drüber abstimmen, das abzuschaffen. Dann muss ich sogar sagen, bin ich differenziert dazu, weil wenn ich so sehe, was Privatfernsehen hier anrichtet, dann habe ich doch lieber einen öffentlich-rechtlichen noch dabei. Ich sehe nicht ein, dass das Schweizer Fernsehen. Wir schweifen jetzt ab, aber ich mache das jetzt ganz kurz zu Ende noch, weil das geht ja nicht ums Spiel.
ich sehe nicht ein, dass wir Fernsehen wie Such den Superstar und Bachelor und solchen Scheißdreck über Steuergelder finanzieren sollen. Das läuft und bei euch über den öffentlichen? Gebühren zahlen. Ich sehe das nicht ein. Die kriegen 1,6 Milliarden allein vom Staat. Das läuft bei euch über die öffentlichen? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch völlig. Und die Deutschen machen das eh besser. Also was soll der Scheiß? Oder kauft das dort ein, das ist viel billiger, als diesen Mist auch noch zu produzieren. Abgesehen davon, dass es keiner, also ich will das nicht sehen. Und vor allem, ich will dafür nicht zahlen. Weil die Frechheit ist ja bei uns, die wollen, allein weil ich einen Internetanschluss habe und ganz theoretisch die Möglichkeit habe, den Mist zu gucken, wollen die von mir Geld. Ja, das ist nur weil ich einen Anschluss fürs Internet, nicht einen Anschluss für Internetfernsehen. Ich habe einfach einen Internetanschluss und dafür wollen die Geld. Oder? Jetzt könnte ich also hergehen, irgendwelche Sendungen produzieren und die Leute dann zwingen, dass die dafür zahlen sollen. Oder? Ob sie es gucken oder nicht, was, das ist doch eine Frechheit. Ja, ja. Dann sollen sie ein Abo draus machen. Da kenne ich, ja immer nur noch die große, die bekannte Antwort darauf, ja, dann werde ich jetzt Kindergeld beantragen, weil die Möglichkeit hätte ich ja auch. Genauso wie beim, ja, ganz wie beim Internetanschluss. Und ich finde das einfach eine Frechheit, sowas. Wirklich, kann ich nicht sagen. Das macht mich auch sauer, du merkst es. Das macht mich sauer, dieses ich merke schon, ja. Art, ja. Ja, genau, weg mit dem Dreck. Damit absolut lieber zurück in Zeiten, wo es keine Fernsehsender oder Internet gab. Ja, ich werde es nicht vermissen. Wenn die, aber es gibt tolle Sendungen wie Kasselsturz und Tagesschau und so. Sollen sie behalten, dafür kriegen sie diese 1,6 Milliarden. Sollen sie damit produzieren, das wollen die Leute nämlich hier auch sehen. Oder? Da sagt niemand, das soll weg. Und wir brauchen ja auch eine in Anführungszeichen unabhängige Meinung. So unabhängig ist sie ja gar nicht. Aber oder ich eben die Berlusconi-Verhältnisse fände ich verheerend. Aber auf die Art, wie dieses Bilderbüro das eintreibt, das ist ja wohl das Letzte. Mhm. Oder der richtige Gesindel ist das Pack. Verdammtes Pack. Ja, aber es ist wirklich die Art schon, wie die auftreten. Das ist also unter aller Sau. Und deswegen weg damit. Sollen sie, wenn sie es denn über die Leute nochmal Geld wollen dafür, dann sollen sie es über die Steuern machen. Dann ist es nämlich auch im Verhältnis, oder? Ja, wie gesagt, ich kann es ja nur mit der GEZ vergleichen. Mhm. Da ich die BILAG halt so nicht kenne. Aber bei der GEZ ist es ja ähnlich. Da zahlt es ja auch jeder, egal ob du mittlerweile die Möglichkeit hast oder nicht. Selbst ohne Fernseher musst du das bezahlen. Ist ja noch schlimmer. Ist ja noch schlimmer als bei uns. Ist ja noch schlimmer. Oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, aber das ich finde schon den Betrag schon eher witzig. Wie viel, oder, ist es denn bei euch? Also um die 400 oder so. Also ich finde das eher witzig. Eben, wie gesagt, im Monat? So Quatsch, Geld im Jahr oder wo? Wie? Fürs Jahr. Ja, fürs Jahr. Okay. Moment, da müsste ich es bei uns umrechnen. Ich glaube, bei uns ist es dann vielleicht die Hälfte. So also um die 200. Wie gesagt, wie das, was sie bieten. Naja. Oder? Und sie reden sich immer mit ihrem Service Public heraus, mit ihrem Service Public. Und so toll ist jetzt der auch wieder nicht. Weißt du, dass der so eine Menge Geld kosten muss. Sehe ich jetzt nicht ein. Ja, das kennt man, bei Öffentlich-Rechtlichen sowieso. Die interessanten Sachen laufen sowieso immer zu Zeiten, wo sonst keiner gucken kann. Ja, leider. Aber ich bin gespannt, wie die Bevölkerung darüber denkt. Bin sehr gespannt auf das Resultat. Und ich wäre froh, wenn das wegkommt. Weil dann müsste man immerhin dieses inkassoartige Gebilde namens BILAG könnte man dann eliminieren. Das würde auch schon mal Kosten sparen, oder? Wenn dieses ganze Gesindel aus dem Haus gejagt würde. So. Und jetzt aber auch gut, weil es soll hier nicht um die BILAG gehen. Genau. Weil ich reg mich hier über die Erschema. Hier geht es um anderes Lumpenpack. Ja, genau. Um Banditen und ähnliches Gesinde. Hier gibt es auch Wegelagerer und Raubritter. Aber Wegelagerei. Den kannst du wenigstens noch schön mit dem Schwert über den Kopf ziehen. Übrigens gibt es das hier auch. Es ist ja so, also früher war das so, dass du für Wegerechte bezahlen musstest. Also beispielsweise, wenn du eine bestimmte Brücke, also eine spezielle Stein oder gut gebaute Holzbrücken übergehen oder so wolltest, dann musstest du zahlen. Aber doch da nur, waren irgendwelche Wachen abgestellt, die dir Geld abgenommen haben. Ach so, jetzt wirklich im früheren Mittelalter, oder? Ja. Das war ansonsten kenne ich das ja noch. Zumindest bei uns ist es ja so, dass das Wegerecht ja erst dann zieht, wenn es nicht vorher schon ein Gewohnheitsrecht gab. Von daher,
Das weiß ich nicht, wie das früher war. Soweit ich weiß, war es früher so, dass die Wegerechte dem Lehensinhaber gehört haben und dass der da mehr oder minder, wie soll ich sagen, ja, die Zollpreise fast frei festlegen konnte. Das Natürlich haben die Problem, Händler dann ich andere weiß Wege jetzt, genommen nach ja, Möglichkeit, oder? ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz und in Österreich zu der Zeit war, aber das war ja früher so, Deutschland war ja zu der Zeit noch ein ziemliches Geflecht von irgendwelchen Kurfürsten und Grafschaften und selbsternannten kleinen Städten und sowas. Dadurch hattest du halt immer sehr viele verschiedene Zölle, beziehungsweise du hattest so einen riesigen Flickenteppich an Grafschaften, die alle, wenn ein Händler durchkam, natürlich alle Geld haben wollten. Ja, genau. Und Und deswegen es konnte hattest du. richtig teuer werden, gewisse Wege zu beschreiten. Genau, Es und. konnte richtig teuer werden. Und speziell, wenn so eine Händlerkarawane kam und du gute Waren, Seidenstoffe oder weiß der Teufel, Gewürze hattest, dann wurdest du richtig ausgepresst. Ja, und deswegen war es auch immer so, je weiter die Händler halt nach Osten kamen, von Westen aus oder umgekehrt, Ja, desto genau. Je teurer teurer wurden die wurde Sachen dann das. natürlich auch, weil Ja, genau. jeder einzelne Provinz, durch die durch mussten, halt nochmal Zölle für all das bezahlt haben. Das hat man heute ja eliminiert mit der EU. Zum Glück. Oder? Aber wir sind ja nicht drin, deswegen gibt es bei uns auch noch den Zoll und so. Aber das ist ja Ja, aber sehr bei euch wenigstens auch nur reduziert. den einfachen Zoll und nicht von Ja, mehreren Ländern. genau. Und der Punkt ist, das merkt man auch, denn man nennt das die Hochpreisinsel Schweiz. Oder bei uns werden die Preise künstlich hochgehalten, was Aber positive und negative Wirkungen hat. ich merke schon, Kingdom Come reicht dir gerade nicht mehr als Thema aus, Doch, doch, was? absolut. Aber es ist halt so ein Ding, ich ziehe dann halt die Parallelen jetzt gerade. Okay. Weißt du, wie war es und wie ist es denn jetzt? Aber du hast völlig recht, ich schweife ab und das möchte ich nicht. Also zurück zu Boiling Action nennt das mittelalterliche Maut, da hat er im Prinzip recht. Soweit ich weiß, hieß das Wegezoll oder eben Brückenzoll. Ja, Weil je nachdem, wo du es weißt war, ja, also. Deutschland war ja ein Gebilde von ganz vielen kleinen ein Flickenteppich, Genau. gerade noch zu Karl dem Viertens Zeiten. Und jetzt war es halt so, dass jedes Mal, wenn du so ein Lehen oder ein Bereich verließest, dann war wieder zollfällig. Und das konnte, wie gesagt, sehr, sehr teuer werden. Und die Sache war dann halt, je nachdem, wem dann das Lehen gehört hat, wurde das mehr oder minder aggressiv eingetrieben auch. Und eigentlich kam das Recht, soweit ich weiß, daher, weil der Unterhalt dieser Wege, der war nämlich auch Pflicht. Also der König hat sich auch verpflichtet, gewisse Wege begehbar zu halten. Und sie auch, jetzt kommt, sie auch links und rechts in Sachen Gebüsch und Bäume freizuhalten, um den Banditen schlechtere Überfallmöglichkeiten zu geben, weil du sie dann halt sehen konntest rechtzeitig. Aber es war auch deine Pflicht, diese Wege eben freizuhalten und die Straße zu reparieren und zu unterhalten, genauso wie mit den Brücken. Und das kostet natürlich ordentlich Geld. Und das wurde auf diesem Weg halt wieder eingetrieben. Ja, Wie genau. real die Preise dann waren, das war dann halt im Ermessen des einzelnen Grafen, Barons, wie auch immer. Wobei man aber sagen muss, dass auch wenn man quasi bei dem Zoll ja auch teilweise für die Sicherheit dann bezahlt hat, nicht jede von den Wegen wirklich dann so sicher waren, wie man es sich versprochen hat. Also es gab ja Wobei. oft einige Bereiche, wo dann sehr oft irgendwelche Plünderer und so weiter dann die Karawanen angegriffen haben, Also um gerade dann. der Weg Richtung Osten, ab der, was soll ich sagen, der Höhe von Danzig wurde sehr gefährlich, das weiß ich aus Genau. verschiedenen historischen Büchern. Da war dann so langsam ein Gebiet, eben tatarenmäßig, wo du wusstest, dass du dort nicht nur ausgeraubt, sondern gerne auch getötet wurdest. Und Ja. deswegen haben sich die oft Beschützer gemietet, die Genau. Händlerkarawane. Und Deswegen dann hat man haben sich in Riesenzelten viele. zusammengeschlossen, um einfach auch wehrhaft zu sein. Ja, deswegen haben dann irgendwann auch viele erstmal versucht, ihre ganzen Wagen vor Danzig zu verkaufen, um dann gar nicht Beispielsweise, erst dahin zu genau. müssen, ja. Ja, genau. Genau, zwar für einen schlechteren Preis, aber um einfach die Waren wegzuhaben. Und jetzt ist so, dieser Zusammenschluss, der hatte dann einen Karawanenführer und dem mussten alle Geld bezahlen. Und der hat dann oft in der Regel auch ein paar Bewaffnete gestellt. Zusätzlich zu all den Leuten, die halt da mit in der Karawane waren und auch verpflichtet waren, sich dann zu wehren in so einem Kampfesfall.
Also du konntest nicht mit in die Karawane, wenn du nicht kampffähig warst, oder dann musstest du extra bezahlen, wenn man dich beschützen musste. So habe ich das gelesen des Öfteren, dass das ungefähr so ablief. Und das hat sich im Laufe der Zeit auch so ein bisschen verändert und angepasst. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Recht des eigenen Ermessens für diese Preise auch ein bisschen was damit zu tun, dass es natürlich in den Bergen viel teurer ist, eine Straße zu bauen und zu unterhalten wie auf dem Flachland. Also da gab es ja keine einheitlichen Regeln, Gesetze. Das kam erst mit Napoleon, dieses einheitliche, der Code Civilis beispielsweise. Den haben wir ja heute noch in Kraft getreten, oder der ist ja heute noch in Kraft, der Code Civil in der Schweiz. Als Beispiel. Das kam mit Napoleon zu uns. Einheitliches Recht. Das gab es ja früher überhaupt nicht. Wobei ich sagen muss, was das angeht, waren, glaube ich, die Italiener schon immer ein bisschen besser, ne? Die hatten ja schon seit früher in Rom hatten die sich ja quasi immer so zum Usus gemacht, sag ich mal, einfach immer geradlinige Straßen zu bauen. Du hattest halt keine großen Kurven und so weiter, wo Also die sich jemand hinter Römer, ja, verstecken genau, die konnte. Ja, Römer, genau, wo sich die halt haben keiner das. hinter verstecken konnte. Du Und diese hattest einfach immer Straßen eine gerade Straße. waren in Betrieb bis 17. bis 18. Jahrhundert. Also Genau, viele Wege, deswegen. die wir heute noch fahren, sind eigentlich alte Römerstraßen. Ja, Das und ist die so. waren halt auch immer sehr für schnellen Transport halt ausgelegt. Ja, Und genau, weil je das weiter sollte du. eigentlich, die waren ja eigentlich bisher gebaut und nicht für Genau, und die je weiter du Händler. dann halt hinterher in den Norden kamst, desto Je einfacher schlechter wurden die wurden die. Straßen. Genau, je schlechter wurden die Wege. Und als das Römische Reich zusammenbrach, wurden diese Straßen, das ist eben das dunkle Mittelalter, oder? Da wurden die nicht mehr unterhalten, weil die Rom eben nicht mehr da war, oder? Und das, ja, schon die Verwaltung war überhaupt nicht mehr in der Lage, das zu gewährleisten, oder? Ja, generell im dunklen Mittelalter ist ja vieles verloren gegangen. Ja, auch Wissen, ganz eine Ich Menge sag nur Wissen. so Sachen wie die Bagdad-Batterie. Ja, Also, Beispiel. falls dir das was Beispiel. Ja, sagt, klar, das. klar. Okay. Bin, was Geschichte angeht, sehr bewandert in allen möglichen Richtungen, weil mich das schon immer interessiert, das fasziniert mich. Und ich finde, das ist auch so eine Art, eine Möglichkeit, ein bisschen Wahrsagerei zu betreiben, würde ich das mal nennen. Und zwar, du kennst den Punkt vor 2000 Jahren, du kennst den Punkt zu Christi Geburt und du kennst den Punkt jetzt. Wenn du jetzt diese drei oder auch wenn du nur zwei hast, diese zwei Punkte verbindest, dann kannst du eine Ahnung davon kommen, wo wir hinsteuern. Und das wird natürlich nicht genau sein, weil das ist keine genaue Vorhersage, aber das gibt dir die Richtung vor. Wobei Das ich ist. schon sage, zumindest so in Richtung Fortschritt und so weiter, in Richtung Technologie, es geht um einiges schneller als vor den Ja, 2000 Jahren. massiv, Also massiv. wir haben mittlerweile so eine hohe Kurve. Ich würde mal Vor sagen, es allem die geht exponentiell mittlerweile. Informationsgeschwindigkeit. Oder Ja. zuerst hat sich ja die Reisegeschwindigkeit erhöht mit den Kutschen und den Eisenbahnen und so weiter. Und dann hat sich die Informationsgeschwindigkeit massiv verändert mit dem Internet. Massiv. Also Ja. zuerst mit der Post und der Postreiterei und dann mit dem Internet. Das war ein gewaltiger Sprung. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Ich weiß nämlich noch, als ich noch jung war und die Information brauchte, da musste ich in die Bibliothek. Das war eine ziemliche Aktion, eine Information zu bekommen. Das vergisst man, das weiß man, das hat man irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, heute Wie fragt man seine. umständlich das war. Und mittlerweile geht's wieder zurück. Heute fragt man seine Frau, die weiß eh alles besser. Aber ich schweife schon wieder ab, verdammte Axt. Ja. Ich würde noch gern was zum Kudesch. Oder willst du noch was erzählen, was du schon Nee, erlebt hast, erzähl vielleicht? ruhig zum Überlege ich gerade. Kunisch. Erzähl ruhig zum Kunisch, weil wenn Ha! ich was erzähle, könnte es dich ja spoilern. Ja, das ist doch wurscht. Jetzt komm. Wenn du mir nicht gerade sagst, wie es geht, weißt du mich mal, sag mir nicht gerade, wie man es löst. Weil das wäre schade. Aber so ein bisschen was erzähle ich, finde es ja auch spannend, oder? Ich finde das auch toll, das zu hören. Und jetzt ist es ja so, wegen Kunesch, das war so eine Geschichte. Ich dachte, dass mit der Axt das erledigt sei, weil bei mir war die Quest dann weg.
Also ich habe dann reingeguckt, nachdem ich die Axt gestohlen hatte. Ich bin da tatsächlich entkommen. Ich dachte ja erst, er kommt mir nach, weil er in meine Richtung lief, und dann ging er aber ins Haus. Weil ich dachte echt, der kommt hier nach und will mich jetzt verhauen, oder weil er es gesehen hat. Und dann dachte ich, ja, wer weiß der Teufel, vielleicht geht er in sein Haus und holt sein Schwert, oder? Dann dachte ich aber, nein, das kann ja gar nicht sein, der hat überhaupt kein Recht, ein Schwert zu tragen, als einfacher Bauer, oder? Das durftest du ja gar nicht. Also das Waffen tragen und schon gewisse Stofffarben, beispielsweise Purpur, das war den Königen vorbehalten. Da konntest du nicht, ich weiß also jetzt braun, hier gar nicht, braun, ob das... Grau und schwarz war die Kleidung der einfachen Leute. Ja, ich weiß jetzt hier gar nicht, ob nur Adlige hier Schwerter tragen. Also definitiv haben es auch... Also Banditen haben generell auch Schwerter gehabt. Es gibt tatsächlich sogar Waffenarten, die heißen Banditenschwert. Von daher, ich glaube schon, dass es auch hier Möglichkeiten für normale Bürger für Waffen gab. Die meisten, die ich aber so gesehen habe, haben, glaube ich, eher sowas dann wie einen Bogen oder so gehabt, die ich dann Oder so ein getroffen Dolch, habe. ja, weil das durfte Ja. man. Das, aber Schwerter war so ein Ding, das war wirklich den Kriegsknechten vorbehalten, den Wachleuten etc. Und ja, den mehr Besseren. Also ein einfacher, ein Bürger durfte eine Waffe, das war nämlich ein Vorrecht des Bürgers. Oder als die Stadtbürger aufkamen, diese freien Städte und so, da war dieses Recht, Waffen zu tragen, eben den Bürgern vorbehalten. Und solange die Leibeigenschaft und das Dienstverhältnis quasi zum Vogt bestand, war das nicht erlaubt. Denn du könntest dich ja gegen ihn erheben, wenn du das machst. Und wenn du auch noch damit umzugehen weißt. Oder Ja, da aber war Rebellion noch ein Ding, was wirklich gefürchtet war. Das war ja später auch der Fall mit den Bauernkriegen und so, den Bauernaufständen. Also 1700, 16, 1700 ging das ja los, oder? Dass sie sich jetzt nicht mehr gefallen lassen wollten, die Leute. Aber naja, ich aber schweife schon wieder ab, wie du ich sag mal, so ein merkst. Schwert ist ja nicht immer die optimale Waffe. Es gibt ja, Das ist richtig. ich sag mal, ich zum Beispiel bin ja lieber der große Freund der Dänenaxt, aber gut, Ja, kann die ich ist natürlich noch verstehen. ein, die ist natürlich noch ein bisschen seltener zu treffen als ein Schwert. Kann ich Aber verstehen. ich sag mal, so ein Bauer kann es doch auch gut mit einer Axt oder mit einer Mistgabel oder ähnliches schaffen. Ah, die Hellebarde ist ja entstanden aus diesen Bauernwaffen. Weißt du vielleicht? Ich War eine finde auch ganz sehr schön, es gab, ich beliebte glaube, Schweizer das Waffe. war bei den Belgiern, wenn ich es richtig habe. Es gibt eine schöne Mischung aus einer Lanze und einem Knüppel. Der nennt sich Güldentag oder Güldentag. Irgendwie Ach, so. der Boiling Action hat gerade was dazu. Ah, Einschlagige okay. Schwerter durften von Bauern getragen werden. Bauernwehr heißen diese Klingen. Ah, Wisst ihr? okay. Das wusste ich nicht. Das wäre neu, Chris. Danke für die Info. Das habe ich noch nie gehört. Das wäre neu. Das waren aber Kurzschwerter, oder? Da bin ich jetzt fast. Also bestimmt keine Zweihänder. Macht auch keinen Sinn, Ach, oder? Zweihänder Zweihänder auf mit keinen Fall. einsteiniger Klinge. Also, Ich sag nee, mal, ein großes Messer Zweihänder. eigentlich. Zweihänder sind doch generell auch mehr so ein Fantasy-Ding. Das wurde relativ selten genutzt. Soweit ich weiß schon, doch. Doch, doch. Also, wenn, dann hast du vielleicht noch so ein Bastardschwert oder so gehabt, aber Aber die der meisten ver... Zweihänder war eine Waffe des Hauptmanns speziell. Ja, aber die meisten verzichten doch nicht auf ein gutes Schild, Ja, wenn sie aber in den wenn du Kampf ein gehen. Schwert in Höhe des Bauchs um dich schwingst, dann bist du fast quasi unangreifbar, außer mit Bärenwaffen. Also, Das ich ist schon meine... eine heftige Waffe. Also Also ich meine, die waren noch beispielsweise der relativ... Hauptmann von Uri, da gibt es Ja. eine Geschichte, der hat sich regelrecht durch die Feinde gemetzelt mit so einem Schwert. Also wie ein verdammter Rasenmäher ist er da durch. War der So. Haupt, der das Horn von Uri trug, da gibt es eine Geschichte dazu, die offenbar auf wahren Begebenheiten beruht, der hat sich auf einer Brücke regelrecht durch die Leute gemetzelt. Also es muss dumm Hier, gewesen sein, weil die das ersten 200... Eingang in die Geschichte gefunden hat. Kann ich jetzt mal was sagen? Danke. Ja. So, das Okay. Zeug fasziniert mich, das. Hier, ich habe es jetzt gerade drin. Die ersten Zweihänder traten im Hochmittelalter auf. Also Ja, das die passt. Also 100 Blütezeit Jahre erlebte er später. im Schwerttyp im Spätmittelalter. Von daher, es ist relativ spät im Mittelalter passiert, dass die überhaupt
in Erscheinung getreten Das sind. heißt also kurz. Normalerweise gab es vorher eher normal lange Ritterschwerter oder Bastardschwerter, die du Ja, die halt. waren so 80, 90 Zentimeter lang in Genau, der Regel, die genau. waren so ein Mittelding zwischen dem Ja. Zweihänder und dem Ja, Einhandschwert. genau. Weil normalerweise wollte man früher nicht auf das Schwert, Schild auf das Schild verzichten. verzichten. Schon allein wegen den Bogen vermutlich. Genau. Oder? Aber ich denke schon, das war so ein Ding, was eben 100 Jahre später dann schon wieder verschwand. Oder weil dann war es vorbei mit den Rittern. Ja. Ah, ich merke Genau. schon, aber das finde ich faszinierend an dem Spiel, dass solche Diskussionen, die kämen nämlich bei einem Gothic gar nicht auf. Ja Oder? gut, Da bei wird man Gothic eher hast du über ja immer noch Drachen so und einen über Teil, Monster reden. genau, bei Gothic hast du ja immer noch so einen Teil Fantasy da drin, wodurch du halt auch wenig auf historische Diskussionen kommst. Ja, Da hast du genau. normalerweise dann halt eher Diskussionen, die mit dieser Welt zu tun haben, weil die ja in dem Moment Genau. eine eigene Welt für sich sind. Da kann ja Kreieren alles auch. sein. Und da kann man sich wunderbar drin verlieren und tummeln und so. Aber es ist halt immer irgendwie, immer ein bisschen unrealistisch, oder? Auch Genau. die Viecher, die es gibt. Aber ich finde es toll. Also nichts gegen Gothic, verstehe mich bloß nicht falsch. Aber es ist halt wirklich eine ganz andere Art Spiel. Wobei sie haben, ich finde, die NPCs haben eine genauso ruppige Art wie die Leute in Gothic. Also, wenn Mag ich ich so auch. bedenke, wenn du mit dem Pferd da irgendwie herumrennst und du stößt die aus Versehen an, du hast gerade noch total nett mit denen geredet und danach kommen sie wieder, boah, hör mal! Und solche Sachen. Die pumpen dich wieder sofort an. Das ist so, da bist du direkt wieder so in diesem Gothic Ding drin. Die sind total ruppig, als würdest du hier im Ruhrpott irgendwie mit jemandem zusammenstoßen. Der Chris hat gerade noch was. Da hat er Ja? recht, weil da hatte ich, das hätte ich jetzt nämlich auch gleich noch reingehauen als Abschluss zu dieser Schwertgeschichte. Das hat nämlich mit der Stahlschmiedeverarbeitung zu tun, also mit dem Falten von Stahl. Das kam über die Chinesen zu den Arabern und von den Arabern zu uns. Und dieses Falten des Stahls machte lange Schwerter überhaupt erst möglich. Vorher ging das nämlich nicht. Und zwar aus Qualitätsgründen des Stahls, der war einfach zu schlecht, also der war zu Die kohlenstoffhaltig, zu brechen wahrscheinlich brüchig. zu schnell ab dann. Ja, und durch das Rausprügeln, durch das Falten, konnte man den Kohlenstoff entfernen. Und das machte sie halt biegsam und zugleich fest. Ja. Also das hat was mit der Schmiedetechnik zu tun. Was ich auch noch ganz spannend finde in Sachen Schmiede, weil der Heinrich ja ein Schmied ist oder ein Schmiedesohn. Ne? Der Sohn eines Schmieds. Das war lange, lange für die Bevölkerung war das was Magisches. Deswegen hatten Schwerter früher auch immer einen Namen. Kennst du bestimmt, oder? Drachentöter, Feindesänger oder weiß der Teufel, was dir da eingefallen ist dazu. Ja, klar. Und jetzt ist es nämlich so, weil das für die Leute damals, also gerade so ja 800 bis ungefähr 1100, das musste den Leuten anmuten wie Magie, oder? Da unter heißem, weißglühendem Feuer machst du da so eine Waffe, die dann, oder? Dieses todbringende Ding, wie ein echt gutes Schwert, oder? Gerade die nordländischen Okay, ich. Schwerter, die ja so ein bisschen weiter Ich waren, dachte, lange. diese Geschichte mit den Namen käme jetzt eher daher, weil Schwerter ja eine sehr, sehr teure Angelegenheit waren, dass die allein dadurch, dass die halt so teuer waren, schon den Namen Das bekommen mag haben. ein Grund sein, aber der Hauptgrund hat wirklich was mit diesem magischen Aspekt der Schmiedekunst zu tun. Also ein Schmied war nicht nur ein gesuchter, angesehener Mann, sondern der hatte so ein bisschen den Touch eines Zauberers. Wirklich, das ist wirklich, das war lange, lange war das so. Bis mindestens im 11., 12. Jahrhundert hatte der so einen Beigeschmack von Magie. Wie eine Kräuterhexe, im Prinzip aber in Sachen Stahl. Das ist wirklich, das wissen aber nur wenige. Das ist nicht so bekannt. Und ich verstehe das auch. Also wenn du dir das vorstellst, was es damals ringsherum gab und was dann so ein Schmied halt gemacht hat, dann war das wahrscheinlich schon so, hatte das so einen Wunderaspekt, oder? Kann ich schon verstehen. Naja, wenn Also du man hast da später so einen mal. Klumpen Erz und machst daraus so eine Waffe, das muss wie Zauberei angemutet haben für jemand, der es nicht versteht. Ja, generell das Endprodukt, wenn ich mal so bedenke, wie das hinterher mit der Eroberung von Südamerika war, da war es ja auch so, die kamen da in ihren Rüstungen und so weiter an und ich will mal Japaner sagen, die Indianer damals, diese Ja, Azteken und so weiter, haben die ja auch für Götter gehalten, weil die halt diese schillernden genau. Rüstungen und die Waffen und so weiter hatten. Ja, und auch mehr oder weniger aus ihrer Sicht unverwundbar, oder? Und die waren ja zu der Zeit noch fast auf dem
Niveau des Neandertalers, oder? Mit Steinwaffen und so, die kannten nicht mal den Stahl oder das Eisen, das alles, das Kupfer, Bronze, das kannten die alles nicht. Also die mussten auf die gewirkt haben wie Götter. Das Ja. verstehe ich schon. Oder? Allein von der Waffentechnik her, die waren den derart über, und die ganze Technik vom Segeln und, das war derart überlegen, oder? Was lernen wir Konnten sich das daraus? nicht erklären. Was lernen wir daraus? Gott sein ist eine Frage des Fortschritts. Ja, ein Stück weit. Boiling Action war noch der coolste Schwertname in einem Game, kommt von Gothic 1 und 2, edles Bastardschwert. Ein Widerspruch in sich, finde ich. Oder edle Bastard. Übrigens, ist dir was aufgefallen, jetzt wieder zurück zum Spiel, ist dir was aufgefallen? Der Papa nennt ihn den blaublütigen Faulpelz, da waren wir, und dann bei der Schenke, als er den Schwertmeister anspricht, war auch wieder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Geschichte könnte darauf hinauslaufen, dass ich hoffe, dass es nicht so ist, weil das ist ein Klischee, dass er der Sohn eines Adligen ist. Das Weil ist mir dieses tatsächlich noch blaublütig und adlig, das war jetzt schon mehrfach, kam das irgendwie das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. beiläufig kam das vor. Ich höre ja verdammt gut zu, weil ich, oder? Und das wurde jetzt mehrfach angesprochen, und zwar relativ früh im Spiel, gleich mindestens dreimal schon. In Ja, dieser ersten Spielstunde schon. ja, mal gucken. Ich meine, Sie haben ja schon das Klischee gebracht mit den toten Eltern am Anfang. Ich hoffe, Sie packen Habe ich nicht zu auch viel gehört. rein. Und da dachte ich auch, ach nee, nicht wieder als Motivation die Toten. Oder nicht schon wieder. Aber gut, ich finde es immerhin noch, so wie es offenbar laufen soll, ist es ja noch glaubhaft. Ja, Oder? bisher Es war nicht so schon. selten. Aber ich hoffe mal, dass sie dann nicht zu viele von diesen Klischeeplots reinpacken. Das wäre Weil schön. bisher fand ich die Hauptstory noch ganz gut. Ja, oder weil es wird dann so absehbar. Nur darum stört es mich, weil dann weißt du genau, wie es ablaufen wird. Das fände ich schade. Weil bisher Ja. haben sie mich sehr positiv überrascht in Sachen Geschichte. Wirklich sehr, sehr positiv. Auch die Sache mit dem Mistschmeißen und so, das fand ich lustig. Das läuft gerade jetzt im Stream, also sind sie gerade am Prügeln im Stream. Ich habe ja das so hinterlegt mit der Musik, du weißt. Ja, ich guck's gerade, ich Und seh's. das war so ein Ding, die fand ich sehr gut gemacht, die Szene. Und auch, ich habe das Gefühl gehabt, der eine schmeißt ihm ja sowas an die Birne, dem Bischek oder wie er heißt. Und ich habe das Gefühl gehabt, also das hat geklungen wie ein Stein. Er hat zwar keine Beule, aber ich weiß nicht, ob er da wirklich nur Mist geworfen hat. Vielleicht erzähle ich jetzt auch Mist, ich weiß nicht. Aber für mich hat es geklungen, oder für mich hat es gewirkt, wie wenn es ein Stein gewesen wäre. Und es hätte mich nicht gewundert, weil das Mitempfinden, das Empathische war damals nicht so ausgeprägt. Sonst hätte man die Leute nicht foltern können und so. Ach, ich glaube, das ist in Teilen hier auch nicht so wirklich ausgeprägt. Von daher, da haben sie, ich glaube, zumindest im sozialen Bereich hat sich nicht so viel getan. Okay. Ja, ich meine ja nur, also die Bevölkerung fand es damals nicht so seltsam oder nicht so fragwürdig, jemanden aufzuhängen, zu foltern, aufs Rad zu flechten, was sie da alles für wirklich grausame Methoden hatten, oder? Kann man ja nicht anders nennen, das war ja wirklich übelste Folter, oder? Ja, und das natürlich dann immer im großen Auftrag des Christentums. Ja, auch ganz gern. Im Thema der Nächstenliebe. Ja, genau. Oder? Wir müssen euch bekehren, damit ihr ins Himmelreich eintretet könnt, aber bitte sofort, damit ich dein Zeug krieg. Das ist auch tatsächlich nochmal eine Sache, die mich in Kingdom Come auf Kommt Dauer ein das hier bisschen vor, genervt hat. sowas? Das Christentum? Ja, diese Ja, religiöse Kiste. es gibt den einen oder anderen Abt, es gibt ein paar Mönche und so weiter, die das natürlich immer haben. Und hier ist ja auch als eine sehr gebräuchliche Redewendung für den statt Hallo wird hier oft Gott gesagt, zum Gruß. gelobt sei Jesus Christus, kommt Ach hier immer sehr sogar. oft. Es kommt, Okay. sowas in der Art kommt immer relativ häufig. Ich muss sagen, wenn du sehr viel mit Leuten sprichst, dann nervt dich das irgendwann so ein bisschen. Ja, und das war halt üblich. Das war üblicher Ja, Gruß. es, Also, mir ging dieses Entschuldigung, Gottesgewäsch schon relativ. in meiner Jugend war in der Innerschweiz noch der Gruß Gott zum Gruß oder Grüß Gott war üblich. Nicht Hallo, nicht Adieu, oh Gott, oder Grüß Gott. Ja, Es war völlig üblich. mir ging dieses Gottesgewäsch halt relativ schnell auf die Nerven. Aber Mittlerweile kann ich wieder mit leben, aber es war schon. das ist sehr authentisch, also. Ja, wobei ich halt nicht so wirklich weiß, ob die normalen Bauern sowas gemacht Ja, haben. das war für alle so. Für Gerade die mich. Bauern.
Ja, die Bauern. Je ärmer, desto religiöser in der Regel. Also, je ärmer du bist, desto mehr hast du Gottes Hilfe nötig und musst dich auf dessen Beistand verlassen, weil sonst hilft dir ja keine Sau. Ja, Also, das aber musst du immer ich gucken, je glaube, ärmer die Leute sind, je gläubiger sind sie auch. ich weiß nicht, ich glaube, in deren Situation wäre bei mir eher das Gegenteil eingetroffen. Ich glaube, bei mir wäre es eher eine Trotzreaktion gewesen. Hätte ich mir eher gedacht, Ja, aber scheiß auf alles. das hättest du schnell abgelegt, denn damals wurde dir noch das Höllenfeuer eingeredet. Vergiss das nicht, von der Kanzel runter. Und du konntest ja selber nicht lesen, oder? Also war der Gott war für dich auch ein großer Rachegott. Oder? Das vergessen wir heute ganz gern. Wir haben heute den netten, das Neue Testament im Kopf. Jesus lieb, Jesus gut und so weiter. Das war früher gar nicht so. Da gab es noch Ich kein Neues Testament in der Art. finde aber auch so ein bisschen das Alte Testament, wenn du es mal so guckst, es liest sich so ein bisschen wie Pubertät. So Ja, heranwachsen von so einem Gott. Weißt du, es das ist sind ja auch so. alles zusammengestohlen, das weißt du, oder? Aus verschiedenen Geschichten und verschiedenen Gebieten, Es alle waren rund ja, um das naja. heutige Israel. Es waren ja halt auch jede Menge unterschiedliche Schreiber, von daher. Aber die Geschichten, die gibt es alle schon. Die sind eigentlich alle zusammengestohlen und zu einem neuen Werk vereint. Aber so, Okay. und sogar, das geht so weit, dass sogar die Daten übernommen wurden. Weihnachten beispielsweise, Jesu Geburt und so. Das sind alles Götter und Gestalten, die es bei den Persern, auch bei diesen Völkern halt davor, Naja, Sumerer, das kommt alles von dort. was Weihnachten und so weiter angeht, habe ich jetzt eher anderes gehört. Bei Weihnachten habe ich eher gehört, die Kirche hat es darauf gelegt, damit es hier auf die Sommersonnen, auf die Wintersonnenwende, Sonnenwende glaube ich, fällt. Das fällt. stimmt Genau. auch. Das stimmt auch. Aber wo sie es herhaben, wo es die Bibel herhat, ist oft aus diesen, was natürlich, weil das ist ja das Gleiche. Diese ersten Götter waren ja auch letztendlich Naturgötter. Und wie soll ich sagen, von daher eigentlich das Gleiche wie im nördlichen Bereich, oder? Von den Daten her, Sommersonnenwende und all diese Sachen. Und jetzt ist halt so, dass sich ganz weit im Norden die Naturreligion länger gehalten haben, weil das Christentum einfach nicht vordringen konnte. Aber auch dort Wobei ich sind. sagen muss, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich finde, sie haben sich für die nordische Mythologie da einen sehr guten Kniff überlegt. Und zwar, wie du schon sagtest, die haben hier Probleme gehabt, ja, das Christentum zu verbreiten. Vor allem aber auch noch weiter in Skandinavien und so weiter. Da hat sich das ja gut gehalten, vor allem hier mit Da war auch diesem die Gegenwehr Torrevol, größer. genau, mit dieser Torrevolution und so weiter. Ach, Aber hier hatten sie den schönen Kniff. Du kennst ja wahrscheinlich so in Grundzügen die Geschichte mit der Edda und vor allem mit Ragnarök, ne? ja, klar. Und die Leute hatten damals dann erzählt, also die Priester hatten dann erzählt, diese Geschichte von Ragnarök, die zwei Menschen, die sich in diesem Weltenbaum versteckt hatten und ja damit dann hinterher das Ragnarök überlebt hatten. Das wären Adam und Eva gewesen. Die haben also quasi es so hingestellt, als wäre die Edda die Vorgeschichte zum Alten Testament. Und haben dadurch dann halt sehr viele Leute überzeugen können, an das Christentum zu glauben, weil es in dem Sinne heißt, die Edda war in der früheren Welt und die ist dadurch zerstört worden mit den alten Göttern und Ja, deswegen gibt die es haben das jetzt, wunderbar kombiniert. genau, und deswegen gibt es dann Schlauer jetzt den Gott. Schachzug. Das haben sie übrigens genau das Gleiche haben sie in Südamerika gemacht. Das mit deren Göttern verbunden, oder? Mit Mama Pacha als beispielsweise, oder? Diesem Muttergott, die dann zu Maria Magdalena wurde und so weiter. Also das ist einfach ein Kniff, sage ich jetzt mal, oder? Ein Kniff der Pfaffen, um die Leute halt irgendwie doch zu bekehren und letztendlich zu ihren zahlenden Jüngern zu machen. Weil letztendlich war ja das rechte Interesse am Missionieren. Mag schon sein, dass der einzelne Missionar, der einzelne Pfarrer ein echtes Interesse hatte, den Glauben zu bringen. Aber im Hintergrund ging es darum, Gebiete zu erobern und zu festigen, oder? Ja, Und klar. da ist eine gleiche Religion halt wichtig. Später wurde das als Staatsreligion, wie soll ich jetzt das nennen, vereinheitlicht. Beispielsweise in England sieht man das sehr gut. Da wurde das von oben verordnet, vom Heinrich. Aber Ja, wir schweifen verdammt nochmal schon wieder ab. Ich wollte vor über. allem das Geld war ja damals vor allem in der katholischen Kirche ja noch sehr viel wichtig.
sehr wichtig. Klar, Allein bis schon, zum was die immer mit Freikaufen den, der Sünde. genau, das Ablass, mit den Ablassbriefen und so weiter. Da Genau. gab es übrigens auch eine schöne Wäre auch schön, Geschichte. wenn das Hier vorkommt hier. wollte ich gerade sagen, gibt es eine schöne Geschichte hier Naja, in geil. Kingdom Come Geil. Deliverance. Und Geil. zwar mit Pater Godwin, der zitiert einen Prediger namens Jan Hus, den es früher auch gegeben hat, Ja, der den auch gibt's gegen die, wirklich, genau. genau, der auch halt gegen die Kirche gewettert hat. Ja. Und er gibt dir quasi, Wie hieß er nochmal? So eine Art früher Luther. ja, so in der Art, genau, Oder aber in ein bisschen gewisser mehr, Weise. so ein bisschen, ich sag mal, in authentischer Jesus, gegen Ja, oben genau. wettern und die Kirche halt sehr unter Beschlag nehmen, was das angeht, also befeuern meine ich, dass Genau. die halt sich so viel Geld nehmen. Und hier, der Pater Godwin macht zum Beispiel jetzt auch eine, der gibt quasi auch so einen Auszug von einem der Predigten von Jan Hus wieder. Cool, Also, cool. das gibt's auch alles hier noch in dem Spiel. Also auch um die Atmo, das wird wunderbar die Atmo verdichten, denke Ja. ich. Und das finde ich toll hier, dann transportiert das auch wieder so ein Stück der Lebensweise von damals. Das finde ich toll. Das machen sie überhaupt sehr gut, finde ich, dieses Transportieren der Zustände, oder? Der Kausalitäten von damals, der Zusammenhänge und wie es war und warum es so war. Und das finde ich toll gemacht. Denn weil es halt auf wahren Begebenheiten beruht. Eben, Und der richtig. Hintergrundgeschichte, die es so wirklich gab, oder? Und halt vor allem dadurch, dass sie sich halt sehr auf diesen, ich sag mal, dass das historische Böhmen und halt auch den Alltag und so weiter mehr fixieren, können sie das natürlich auch ein bisschen besser ausbreiten als bei anderen Spielen, wo du halt auch sehr viel, wo es dann immer heißt, so, wir brauchen aber noch Actionsequenzen und Ja, genau. wir brauchen noch Genau hier eine Zeit, um drauf zu Verfolgungsjagd und hauen. solche Sachen. Ja, Das hast du genau. hier vielleicht in dem Spiel jetzt ein bisschen weniger, aber dafür hast du dann halt auch eine sehr lebendig wirkende Welt, die auch Ja. irgendwo ihre Schwerpunkte halt dann auch immer hat, wie zum Und Beispiel ich hier mit der denke, Religion. die dann halt auch glaubhaft wird, oder? Ja. Wo man sich nicht irgendwo alle paar Minuten denkt, ah ja, ist ja gut, oder? Oder weißt du nicht schon wieder ein Ork, oder? Ja. Oder schon wieder bin ich der Auserwählte oder diese Klischee-Anhäufungen. Und ich hoffe wirklich, dass sie das nicht machen hier. Das fände ich wirklich schade. Wie gesagt, Natürlich gibt es einfach gewisse Klischees, aber. ich bin jetzt die ersten 20 Stunden drin und ich muss sagen, bisher waren nicht so viele Klischees drin. Es gab aber schon so ein paar Sachen, wo ich schon relativ wusste, wie es weitergeht, weil Aha. sie bestimmte Questziele, sag ich mal, relativ häufig genutzt haben. Weil du musst, irgendwann geht es darum, du bist einer Bande hinterher und du musst dann jemanden finden. Und von da aus musst du zu jemand anderem und den musst du erstmal finden. Von da aus musst du zu dem nächsten anderen und den musst du erstmal finden. Und Also du hast dieses also. Künstliche in die Länge ziehen. Ja, So empfinde wobei. ich das dann jeweils. Also du hast halt sehr viel dann oft damit zu tun, dass du halt in der Gegend Mit herumrennst finden. und suchst. Ja. Beziehungsweise mit suchen. Ja, das finde ich aber ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja, Das also finde ich ein bisschen. Ich habe gehofft, dass die das nicht so machen. es war mir teilweise ein bisschen zu viel, aber an sich waren die Sachen noch okay. Also ich habe, glaube ich, nur bei einem oder zwei Sachen habe ich wirklich lange gesucht. Die meisten Sachen hast du dann doch irgendwie schon recht finden können, wenn du mit Leuten gesprochen hast oder wenn du am richtigen Ort zur richtigen Zeit warst. Ja, also konnte man das dann relativ schnell abhandeln oder manchmal wird das ja richtig mühsam, Es oder? gab also vor allem beim ersten Mal, wo du den finden musst, da musst du zu irgendwelchen Köhlern gehen. Und natürlich gibt es nicht nur ein Köhlerlager, sondern gleich mehrere in diesem Gebiet. Das heißt, du musst dann natürlich gleich die gesamte Gegend da abklappern. Und wenn du dann die falschen Köhler triffst, dann schicken die dich erstmal wieder zum nächsten Ja, Köhlerlager. dann ist es der Und dann, Letzte, wenn du Pech hast. ja, genau. Oder? Das ist ja dann oft so. Das ist, der Letzte ist es dann. Oh Mann.
Das kenne ich. Oh Mann, das ist mir schon mehrfach passiert in Spielen. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß wirklich nicht wieso. Aber du klapperst alle ab und theoretisch, wenn du den Weg andersrum angegangen wärst, dann wärst du der Erste gewesen, oder? Ja, genau. Jetzt gibt es ja aber Spiele, die das zum Prinzip erhoben haben, dass sie nämlich hergehen und es völlig egal ist, wer der Erste ist. Du wirst nur beim Letzten zum Ziel kommen. Die Spiele gibt es, das weißt du, wie das funktioniert, oder? Ja, klar. Also der Code ist so aufgebaut, dass es pauschal nur der Letzte sein kann. Und es ist egal, zu welcher Gruppe du gehst, der Text wird einfach entsprechend angepasst, Aber hier oder? kann ich zumindest schon mal Entwarnung geben, das ist bei Kingdom Come nicht so. Du hast öfters mal mehrere Möglichkeiten, Ja, das ist toll. Das Sachen ist zu richtig finden, toll. aber Und du es ist kannst es nicht auch immer der verschieden Letzte. Es ist machen, dann oder? wirklich, es ist dann auf jeden Fall immer an dem bestimmten Ort. Das Ja, ist gut, und das beruhigt mich. mal noch mal so eine Frage, weil wir das vorher noch gar nicht angesprochen haben. Wie findest du das mit der Speicheroption? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, später wird das kein Problem mehr sein. Da hältst du dir einfach ein paar Fläschchen auf Lager. Aber ich habe ja in Folge 2 dachte ich, ja, super, ja, ich will ja speichern. Jetzt hole ich Beretta-Schnaps. Dann wollte die Krämerin da in dem Laden, die wollte alles, was ich habe. Alles. Ja, Und dann also dachte ich, nee, komm, ich nee. weiß nicht, ich glaube, es hängt so ein bisschen auch vom Ort ab, wo du den kaufst. Aber ich hätte auch zuerst Retterschnaps kaufen wollen, da wollten die irgendwie 120 Groschen oder so von mir. 70 Volt, 70 Taler und 10 Groschen wollte die haben von mir. Und ich glaube, das ist relativ billig, weil ich gut mit der stehe, habe ich den Eindruck gehabt. Und dann habe ich von anderen gehört, dass der Händler an den Ständen, dass der beispielsweise so ein 71 irgendwas haben will. Also Okay. ich habe offenbar Glück gehabt, dass ich mehr oder weniger gerade jemanden erwischt habe, der das relativ günstig hergibt. Aber eben, sie hätte mir alles abgenommen, alles. Also Und ich ich musste. meine auf jeden Fall den ersten, wo ich das kaufen wollte, der wollte irgendwie 120 Groschen Boah, von mir. heftig. Also Taler oder Groschen? Ich dachte, Groschen wäre die Haupteinheit hier, Also die ich dachte, Hauptwährung. dieses 0,1 ist 10 Groschen. Ich Dachte dachte, ich. Groschen ist generell hier die Währung ge gewesen. Ah, okay, Es das gibt, wusste glaube ich ich, auch in nicht. dem Spiel zwei verschiedene Währungen, aber ich bin mir nicht genau Das sicher. würde Sinn machen. Das war ja in Sachen Münzprägung, halt gab es ja da Ja. diese Naja, Münzprägerrechte es und gibt so. ja, hier noch diese Kumanen halt und ich glaube, die machen das mit einer anderen Währung. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich bin selber noch nicht so weit, ich habe es nur so gehört. Es wäre sinnvoll auf jeden Fall, weil das war ja wirklich so. Ja. Nee, aber Dass da du war es mit jedenfalls jedem so. Übertritt einer Grenze neues Geld Genau, brauchst. da war es auf jeden Fall jetzt so, dass du Weißt du, was ich glaube? relativ viel für so einen Retterschnaps rausbringen musstest. Das heißt, du musst wirklich jetzt immer gucken, wann werde ich jetzt speichern und wann nicht. Ja, Und genau. ich hatte ja von diesem Lager besprochen, das musstest du erstmal finden. Ich bin durch den Wald, hab dann dieses Lager und so weiter gesehen, dachte, boah, da ist es. Da habe ich dann erstmal einen Retterschnaps getrunken, damit ich da immer weitermachen kann. So, kaum bin ich da vorne angekommen, heißt es, ja, von diesem Weg aus musst du rechts so und so weit laufen. Und dann bin ich jetzt echt nochmal 10 Minuten irgendwo einen anderen Weg lang gerannt, hab quasi diesen Retterschnaps da wieder Ja. verbraucht, hab dann kurz vor der Brücke, wo ich dann schon sehe, da hinten sind auf jeden Fall jetzt welche. Da ist das Lager, habe ich da den Retterschnaps nochmal getrunken und kurz danach hat das Spiel gespeichert. Nein! Nein! Und ich hatte keinen Weißt du, was ich glaube? Retterschnaps mehr Weißt du, was ich deswegen. glaube? Vor Kampfsituationen oder vor oder gleich mitten wird gespeichert. Das kann man sich, glaube ich, Nee, nicht, merken. nicht überall. Nicht immer? Es ist Ach tatsächlich so. so, dass das auch oft so ist, dass der mitten in den Quests, also wenn du bestimmte Teilerfolge hast und so weiter, nicht weiter speicherst, sondern dass du wirklich manuell speichern musst. Also mir ist es aufgefallen bei diesem Mistbewerfen-Kampf da. Er wurde gespeichert. Weil er Also den. ich hatte schon so zwei, drei Situationen, wo der nicht selber gespeichert hat Oi, oi. und wo du dann, wenn du stirbst, halt wieder ganz vorne anfangen musst. Okay. Deswegen habe ich auch, das war auch hinterher, ja, da bist du ja jetzt bald bei der Flucht. Ich habe irgendwann einen Retterschnaps in dieser Flucht nochmal getrunken, damit ich nicht immer ganz vorne anfangen Ja, musste. verstehe ich. Also damit du nicht das Ganze immer wieder machen musst. Genau. Aber dann hast du ja inzwischen ein paar davon auf Lager, so wie das jetzt klingt. Ich habe, glaube ich, jetzt immer so, also ich habe immer diesen Sonnenblumenaufguss dabei, den habe ich immer, und ich habe Was immer macht so der? Was macht der? zwei, drei Flaschen Retterschnaps, glaube ich. Aber mehr kann ich auch nicht tragen. Der Sonnenblumenaufguss gibt dir Heilung über 1 Minute lang.
Das heißt, den kannst du nur außerhalb des Kampfes trinken, aber das heißt halt, wenn du Verwundungen und so weiter hast, ist es oft sehr gut, einfach einen Sonnenblumenaufguss zu trinken, damit du halt wieder ein bisschen mehr Leben regenerierst. Eine Minute später bist du wieder fit. Naja, also nicht, es schafft nicht alles innerhalb von einer Minute, sondern dieser Effekt hält eine Minute an. Das, damit kannst du vielleicht so, ich sag mal, ein Drittel deines Lebens vielleicht Okay. wieder auffüllen. Also es sei denn, du hast dein Leben schon weit geskillt. Du Ja, kannst ja, glaube genau. ich, auch das Leben skillen, oder? Bisher kam ich Soweit noch ich nicht weiß. dazu, aber ich glaube ja. Ja, aber ich denke, man kann. Oder? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Option heißt, aber so wie ich das gesehen habe, geht das, glaube ich. Vitalität, glaube ich. Ja, genau, Vitalität. Ja, genau, so hieß das. Genau. Und der Punkt ist vielleicht auch noch, ich dachte, jetzt kann ich da ein bisschen drauf verlassen, aber dann scheine ich wohl verlassen, wenn ich das versuche, dass ich eben vor solchen Kampfsituationen das dann automatisch gespeichert wird und ich mir dann gewisse Schnäpse sparen kann, weil es wie gesagt sehr, sehr teuer ist, gerade zu Beginn. Habe ich deswegen auch so erwähnt, weil ich dachte, wie bitte? Das ist ja schweineteuer! Da bin ich ja jedes Mal blank, wenn ich speichern will. Und nach einer Folge, nach der Aufnahme einer Folge, muss ich doch speichern, weil sonst muss ich ja jedes Mal alles wieder machen. Ja, Oder? wobei, du hast ja selber auch gesagt, du bist auch ein ziemlicher Looter. Von Ja. daher, wenn du das konstant machst und eigentlich überall dein Geld wieder los, irgendwo deine Ware wieder los wirst, Ja, hast du dann. eigentlich relativ viel Geld dabei. Also wie gesagt, ich bin Okay. jetzt 20 Stunden drin, ich bin Also es gibt vollgerüstet, hier ich schon habe. genug Möglichkeiten an Geld Ja, zu also kaufen, weißt du. ich bin jetzt, wie gesagt, vollgerüstet, ich habe Ja. Kettenpanzer, ich Ah, habe cool. alle Rüstungen und so weiter, also alle wichtigen Rüstungsteile zumindest. Ja. Und von der Und guten ich, Qualität. ja doch, also Hast du ich denn komme auf jeden dieses, Fall hast denn relativ du weit dies, damit. dieses leere Lager oder dieses Lager, das ist da irgendwie. Wenn man rechts aus Skalitz, also nach Osten reitet, da soll es irgendwo ein Lager geben, das unbewacht ist und wo es ein gutes Schwert und gute Rüstungsteile gibt für Nee, das habe ich umsonst. nicht. Das habe ich nicht Also das geholt. werde ich auf jeden Fall suchen. Ich werde den Weg wohl in diese Ja. Richtung einschlagen in den Ja, aber nächsten jedenfalls, Folgen. was ich da meine, du kannst innerhalb von dieser Zeit auch sehr gut wieder an Geld kommen, dass du auch wieder in Retterschnaps dann investieren Du kannst. gerettet Also, wirst. solange du immer schön lootest und die Sachen dann auch in das Pferd packst und so weiter und die alles gut verkaufen kannst, ich laufe normalerweise jetzt auch immer mit um die 1000 Groschen rum. Ah, Also, das reicht okay. normalerweise schon. Übrigens, da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mir ja für die Let's Play-Folge die Mühe gemacht, nicht nur die Münze rauszusuchen mit dem Wälzen, mit dem König Wenceslaus drauf, sondern ich habe auch ein bisschen über den gelesen, oder? Und über den Sigismund, damit ich das ein oder andere bei passender Gelegenheit vortragen kann, oder in den Folgen. Weil ich finde das halt auch spannend, oder? So ein bisschen die Hintergründe noch weiter zu beleuchten. Und dann habe ich mir auch dessen Wappen rausgesucht. Und ich habe mir gedacht, ich werde, wenn es dann um die geht, ich habe ja vor diesem Schwertkampftraining, habe ich so ein Schild eingeblendet, zwei Schwerter, oder? Weil, wenn die Ladezeit kommt, um die zu füllen auch, und das ist so ein Schwertklang, wenn die sich berühren, oder? Und wenn es dann halt im Bereich von König Wenceslaus stattfindet zum Kampf, dann werde ich dessen Wappen auf das Schild packen. Und wenn es stattfindet auf Tatarengebiet oder Kumanen oder wo auch Sigismund, dann werde ich dessen Wappen draufpacken, oder? Dass man das auch ein bisschen optisch noch verdeutlicht bekommt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich finde das eine schöne Möglichkeit, das zu zeigen. Oder in Ja, Erinnerung zu das, rufen. wie Ich gesagt, habe das ja auch sind wieder so erwähnt in Folge 2, Kleinigkeiten. ich bin blank wie ein Silberling. Die. Und zwar wie ein Polierter. Ja, ich hab ja für meine erste Zeit erstmal immer den Titel Böhmische Dörfer gehabt. Ja, Einfach genau. Der war richtig gut. weil ich mich genauso angestellt habe. Ja, das habe ich Das. übrigens sogar erzählt, dass du das erzählt hast, weil ich fand das passend und lustig. Das mit den böhmischen Dörfern, dass es von dir kommt. Das war eine gute Idee. Du weißt, wo es herkommt, oder? Denke ich. Das mit Das den für mich sind böhmischen es Dörfern. böhmische Dörfer. Ja, Nee. was das eigentlich ist, wo das. Was... Also, das war folgendermaßen. Man hat dem russischen Zaren versprochen, ein Gebiet zu besiedeln. Ein bisher unbesiedeltes Gebiet zu besiedeln und halt landwirtschaftlich nutzbar zu machen, damit da Steuern kommen und alles. Und weil das nicht gelungen ist, hat mir den Zaren vorgemacht aus der Entfernung, nämlich die böhmischen Dörfer, das war in Böhmen damals, die böhmischen Dörfer, also man hat im Prinzip Fake hingestellt.
und hat die Bewohner von einem Dorf zum anderen ziehen lassen. Es Man war hat so immer getan, als dasselbe. wäre das das richtige Dorf. Ja, und dann hat man dem der Zaren vorgemacht, soweit ich weiß, was der Zar, hat man dem vorgemacht, das wäre alles schon besiedelt und die Aufgabe wäre erfüllt. Ne? Es waren aber immer dieselben und einfach mit verschiedenen Fake-Dörfern. Also, oder halt, dass man in der Ferne vorbeifuhr oder ritt, keine Ahnung, vermutlich fuhr als Zar. Und dann, ja, gucken Sie, hier hinten ist Dorf sowieso, dabei war das nur ein paar Stellwände, oder? Also da kommt das mit den böhmischen Dörfern her. Für die, die es nicht wussten. Das ist nämlich auch noch eine ganz lustige. Also ich kann es jetzt nicht Heute ausführlich sogar was erzählen, weil. dazugelernt. Ja, weil es ja hier um Böhmen geht und so. Also, ich finde, solche Sachen darf man dann schon anbringen, wenn es. Oder? Weißt, das gehört ja für mich doch noch irgendwie zum Spiel. Aber wir sind ja vorher schon übelst abgeschweift. Und jetzt sehe ich gerade, wir sind 2,5 Stunden und sind wir schon am Sammeln. Ich sag dir, eine Da. halbe Stunde wird da definitiv nicht Ja. ausreichen. Ich dachte, wir seien so mit 40 Minuten oder einer Stunde spätestens seien wir durch. Aber wir sollten wirklich das zum Ende führen, denn ja, wobei ich glaube, wir haben keine Probleme, später nochmal sowas zu machen. Das Ja, wie gesagt, glaube ich wirklich nicht. ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal, bis du vielleicht deine ersten 10 Stunden oder so drin hast. Und dann können wir ja nochmal vergleichen, wie es jetzt gerade aussieht. Weil ich meine, Genau. noch bist du ja aus dem ersten Dorf nicht raus, wenn ich es richtig Ganz, ich bin verstanden aus habe. Kalitz noch nicht raus. Das ist Genau, richtig. Ich stehe hinter vielleicht, Kudeschs Haus mit den Jungs. hast du ja dann nochmal andere Impressionen, wenn sich Ja. dir die gesamte Welt Ah, da gibt es bestimmt eine Menge zu erzählen ausbreitet. dann. Aber da freue Genau. ich mich jetzt schon, weil da habe ich bestimmt einen Haufen Erlebnisse. Bis dahin. Ja, für alle, die jetzt immer noch gucken, es sind doch noch ein paar, möchte ich mich sehr bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt, oder? Es ist ja wirklich lange geworden, viel länger als geplant. Und ja, wenn ihr möchtet, dann wird es später, wie gesagt, so nach 10, 15 Stunden oder sowas, wird es wohl nochmal sowas geben mit Snorri zusammen. Und wenn Genau. ihr wollt, könnt ihr dann gerne wieder dabei sein. Genau, auch von meiner Seite nochmal schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Jo. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall später nochmal zu einem Genau. weiteren Abgleich, sag ich mal. Und ich denke, am Schluss müssen wir unbedingt so was Review-artiges machen. Wenn wir Oder? durch sind, Ja, wenn wir ganz durch sind damit. können wir definitiv Das nochmal so fände ich machen. toll. Ja. Oder so ein richtiges Fazit ziehen, weißt du? Da werde ich mir dann die Punkte aber auch notieren und das wird dann so ein bisschen strukturiert ablaufen, denke ich. Oder ich habe Ja, mir immer wieder ein bisschen Notizen dann müssten gemacht. wir halt vorher, müssten wir uns nochmal absprechen, welche Punkte wir auf jeden Fall ansprechen Genau. möchten. Genau. Dann könnte ich das einfach so ein bisschen abgleichen. Dann könnten wir ja mal gucken, vielleicht dann auch ich sag mal, so ähnlich, so punkteartig, so Punkte von 10, was weiß ich, 3 von Ja, 10, 5 von genau, so 10, ein 10 Fazit. von Und 10 und also ich bin ziemlich überzeugt, dass ich wohl erstmalig eine echte Review machen werde, genauso wie ich sie über Alien Isolation machen werde, wenn ich mit diesen letzten Überlebensmissionen und den letzten DLC durch bin. Weil das einfach Spiele sind, die mich wirklich besonders unterhalten, besonders beeindruckt haben und dort möchte ich schon wirklich ein etwas. In der Regel ist es ja ein schriftliches Fazit, was ich an das Ende eines Let's Plays hänge. Und in diesem Fall wird es wohl eher etwas Videoartiges für sich Stehendes sein, was ich dann ans Ende der Playlist hänge. Na, das spricht auf jeden Fall schon mal für das Spiel. Damit Absolut. von Das, mir auf jeden die Fall, Arbeit, die tue ich mir nicht umsonst ja, an. dafür von mir auf jeden Fall jetzt auch nochmal. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Stream dann wieder. Und ja, das war's. Bis Vielen Dank dahin. fürs Zuschauen. Genau. Ciao. Ciao, ciao.